Ja, herzlich willkommen. Hallo hier im Livestream aus der AHA in Berlin zum Slam des Westens 101 oder zum Stream des Westens 101. Schön, dass ihr alle zugeschaltet habt. Hallo Internet. Könnt ihr uns sehen? Könnt ihr uns hören? Und ich hoffe, wir haben einen Ton überall. Unser Techniker gibt ein Zeichen, hat selber die Kopfhörer gerade auf und es ist sieht alles sehr gut aus. Das ist schon der zweite Slam, den wir hier aus der AHA live streamen. Wir haben die gesamte Bude leergeräumt. Hier ist, es sieht so ein bisschen aus wie so ein, na, weiß ich nicht, so eine Turnhalle Nordkorea. So stelle ich mir das in etwa vor. Hier tummeln sich zwei TechnikerInnen und zwei PoetInnen in diesen Räumen. Die anderen haben wir heute alle dazugeschaltet und wir hoffen, das habe ich noch nie gemacht. Ich bin sehr gespannt, ob das überhaupt funktioniert. Ich darf einmal vorstellen, wer heute Abend hier mit Slam beim 101. Slam des Westens. Wir haben dabei, und ihr könnt zu Hause einfach alle ins Internet rein applaudieren oder einfach so, Marie-Therese Schwinn, Mike Marcinkowski, Jesse James LaFleur, Ortwin Bader-Iskraut, Annette Flemig und Tonio Henze. Heute zugeschaltet aus aller Welt, aus Rostock, aus Görlitz sind sie und aus Berlin, aus unbekannten Orten werden sie hier alle an dieses virtuelle Mikrofon treten. Ich kann einmal kurz sagen, wie das Ganze hier ablaufen wird. Wir werden immer abwechselnd einen Poetin und Poeten zuschalten und zwischendurch etwas hier dann live auf der Bühne hier in der AHA machen. Wir haben hier ein Richtmikrofon stehen. Dieses Richtmikrofon zeichnet sich dadurch aus, dass man es nicht anfassen muss. Man muss auch nicht 2 Millimeter rangehen, damit man verstärkt wird. Man steht so übrig, man steht so in Armlänge weit weg, wie sich das gehört. Und sollte zwischendurch jemand es doch anfassen, dann werde ich es noch desinfizieren. Ansonsten haben wir 75 Quadratmeter hier für uns und da verteilen wir uns zu 6 Personen. Also jeder von uns hat 15 Quadratmeter um sich Platz, um niemanden anzustecken. Das heißt, hier sind wirklich alle Sicherheitsbedingungen heute erfüllt und wie die Sicherheitsbedingungen bei den zugeschalteten Personen ist, werden wir sehen. Wir werden 2 Gruppen machen, immer ein Streamer, ein Live, ein Streamer, dann eine Dreierabstimmung. Wie das läuft, machen wir nachher, nämlich über Smileys im Chat und danach machen wir das Ganze noch einmal. Zwischendurch werde ich noch einen Text lesen. Das ist quasi die Regel. Jeder Poet, jede Poetin hat 6 Minuten Zeit, gefühlte 6 Minuten und dann, ja, wenn diese 6 Minuten um sind, weiß ich nicht, was ich machen werde. Ich werde den Stream abbrechen. Nein, werde ich nicht. Wir werden irgendwas tun. Und wir tun das Ganze hier heute Abend ja auch nicht uneigennützig, ja, doppelt verlangt. Also wir tun es schon, um ja auch ein bisschen Geld zu verdienen. Normalerweise kostet der Slam des Westens hier in Berlin 6 Euro Eintritt. Ihr habt die Möglichkeit, uns diesen Eintritt einfach per PayPal zu spenden, nämlich an slam@aha-berlin.de. Oder solltet ihr PayPal misstrauen oder gar keine Ahnung haben, was PayPal eigentlich ist, also solltet ihr über 30 sein, dann könntet ihr auch gleichzeitig auch die ganz alte Kontonummer der AHA nehmen. Die ist auch in dieser Veranstaltungsbeschreibung dieses Slams oben integriert oder einfach zu finden auf der Website aha-berlin.de. Da könnt ihr spenden für uns gerne den regulären Eintritt. Und normal spart ihr wahrscheinlich auch ein Bier, das müsst ihr heute Abend ja auch zu Hause selber trinken. Aber ihr spendet, was ihr wollt. Wir freuen uns über jeden Betrag. Der wird an die Poetinnen und Poeten ausgeschüttet, auch an den Verein AHA Berlin e.V. hier, der diese Räume hier betreibt und natürlich auch im Moment überhaupt keine Einnahmen hat. Der kriegt auch einen Teil ab. So, das wären die wichtigsten Regeln. Beim Poetry Slam ist ganz bekannt, dass die üblichen Regeln sind, es müssen selbst geschriebene Texte sein. Das Zeitlimit habe ich schon gesagt, es dürfen keine Hilfsmittel benutzt werden, also irgendwelche, also man darf ablesen, das ist das Wichtige, ansonsten darf man nichts machen. Das wären die wichtigsten Regeln, ich freue mich drauf und da ja niemand so richtig Lust hatte, den ersten Text zu lesen, werde das heute ich machen. Ich habe einen Opfertext und den habe ich heute erst geschrieben, weil er auch wirklich hochaktuell ist. Er geht nämlich um Corona. Gut, da schreiben sehr viele Menschen gerade Texte zu. Ich werde mal das Mikrofon wechseln an dieses Mikrofon, an das Richtmikrofon. Und
Wir haben uns lange gefragt, dürfen wir eigentlich überhaupt slammen? Wie sind eigentlich die aktuellen Corona-Regeln? Und sie sind ja in allen Bundesländern gleich. Und ich habe diese gleichen Regeln in allen Bundesländern einmal kurz zusammengefasst. Die Ministerpräsidenten der Bundesländer einigten sich gemeinsam mit Bundeskanzlerin Angela Merkel auf ein einheitliches Vorgehen bei der Lockerung der Corona-Einschränkungen. Ladenöffnungen ab 800 Quadratmeter ab 20. April, Schulen öffnen ab 26.04. für Abschlussjahrgänge. Nur vereinzelt wurden Sonderwege angekündigt. Hier eine Übersicht. Baden-Württemberg. Auf Druck der Automobilindustrie dürfen Autohäuser sofort wieder öffnen. Allerdings nur für Fahrzeuge, die kleiner als 800 Quadratmeter sind. Ministerpräsident Winfried Kretschmann ging mit gutem Beispiel voran und kaufte zwei Mercedes S-Klassen für die Staatskanzlei. Das Landesvermögen wird in Erdöl angelegt. Eine Maskenpflicht gilt nur für geschwätzige Menschen mit feuchter Aussprache, also für alle Schwaben und Badenser. Bayern. Das Oktoberfest wird abgesagt für alle Besucher mit mehr als 1,5 Promille. Also komplett. Eine Maskenpflicht kommt für die Öffentlichkeit, den Nahverkehr, Einzelhandel, Schulen, Beruf und alle Haushalte ab 2 Personen. In ganz Bayern werden 800 ausgewählte Parkbänke wieder zur Benutzung freigegeben, allerdings nicht länger als 1,5 Minuten. Katholische Messen werden wieder zugelassen, wenn Priester zu Messdienern 1,5 Meter Mindestabstand halten und dem geschwenkten Weihrauch Desinfektionsmittel beigemischt wird. Berlin. Alle Geschäfte bleiben bis 26.04. geschlossen. Schulen sollen wieder öffnen, sobald sie mit sanitären Anlagen ausgestattet wurden. Eine Maskenpflicht kommt im öffentlichen Nahverkehr. Bei Zuwiderhandlung passiert nichts. Großveranstaltungen mit mehr als 5.000 Besuchern werden bis Ende Oktober verboten. Berlin-Neukölln wurde daraufhin abgesagt. Clubs und Gaststätten bleiben geschlossen. In schwulen Darkrooms sollen Bodenmarkierungen die Einhaltung des Abstandsgebots garantieren. Zu diesem Zweck sollen Darkrooms zukünftig beleuchtet werden. Für Neuköllner Hipster und englischsprachige Expats mit orange gefärbten Haaren und Bärten gelten keine Regeln. Sie dürfen alles, weil Ultracoole gegen Corona immun sind. Außerdem will ihnen sowieso niemand näher als 1,5 Meter kommen. Brandenburg. Der BR darf, obwohl größer als 800 Quadratmeter, eröffnen. In Belitz wird eine mobile Corona-Klinik für osteuropäische Spargelstecher eingerichtet. Das Personal spricht Rumänisch und Polnisch, wie auch der Priester fürs letzte Geleit. Schutzmasken müssen irgendwann irgendwo eintreffen. Wandern in Brandenburger Wäldern ist wieder erlaubt. Wegen der akuten Waldbrandgefahr ist bei Spaziergängen das Tragen von Atemschutzmasken und 800 Litern Wasser verpflichtend. Bremen. Kontaktverbot und Mindestabstand bleiben bestehen. Das Denkmal der Stadtmusikanten wird um 4,5 Meter erhöht, um den Mindestabstand zwischen den Tieren zu gewährleisten. Die Abiturprüfungen werden stattfinden. Es wird die Note 1,5 verliehen. Hamburg. In der freien Hansestadt darf man sich nach wie vor frei bewegen. Eine Maskenpflicht entfällt, da Hanseaten sowieso nicht sprechen. Demonstrationen sind mit bis zu 1,5 Teilnehmenden erlaubt, sofern sie nicht verboten sind. Darüber entscheidet die Polizei spontan, nachdem sie die Transparente durchgelesen hat. Hessen. Hier diskutiert die schwarz-grüne Landesregierung noch, welche Sonderwege beschritten werden sollen. Zurzeit gibt es keine konkreten Vorschläge. Dies löst eine handfeste Regierungskrise aus. Die Koalitionspartner gingen auf Abstand zueinander. Mecklenburg-Vorpommern. Touristische Einreisen bleiben verboten. Zur Kontrolle wurden private Sicherheitsdienste wie die Nordland Security, Hansa Hooligan Sicherheitsgesellschaft oder Combat Nachfahren GmbH verpflichtet, deren Baseballschläge eine Mindestlänge von 1,5 Metern aufweisen müssen. Friseure dürfen ab 4. Mai wieder Glatzen rasieren. Das Tragen von Masken wird in Bahnen und Bussen Pflicht. Der nächste Bus fährt am 1. September. Niedersachsen. Auch hier dürfen Autohäuser öffnen, wenn die Händler einen Mindesthubraum von 1,5 Kubikzentimetern garantieren können. Die Grünen scheitert mit einem Antrag, in der niedersächsischen Legehennenverordnung einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu implementieren. In Goslar gilt eine Mundschutzpflicht für alle ehemaligen Außenminister. Nordrhein-Westfalen. In NRW öffnen die Schulen bereits eine Woche früher als andernorts für die oberen Jahrgänge. Die Abiturprüfungen sollen in Möbelhäusern abgehalten werden, die größer sind als 800 Quadratmeter. In der Stadt Köln müssen alle Düsseldorfer Gesichtsmasken tragen. Rheinland-Pfalz. Hier beschloss die Landesregierung, dass der 20.04. in diesem Jahr auf den 26.04. fällt. Weinproben dürfen stattfinden, wenn dabei ein Mundschutz getragen wird und man danach noch 800 Meter laufen kann. In Mainz ist das Tragen von Karnevalsmasken nun ganzjährig gestattet. Das Saarland ist kleiner als 800 Quadratmeter und darf öffnen. Als einziges Bundesland macht es seine Grenzen auf für Besucher und Touristen, ausgenommen Franzosen. Beide Ferienwohnungen wurden wieder eröffnet. Doch niemand will im Saarland Urlaub machen. Sachsen.
Gottesdienste mit 15 Personen sind ab sofort wieder erlaubt. Viele Kirchen kritisieren diese Regelung, da sie nicht wissen, wo man in einer sächsischen Gemeinde 15 Gläubige auftreiben soll. Das evangelische Abendmahl ist gestattet, aus Desinfektionsgründen allerdings nur mit original verpacktem Snickers und 80%igem Strohrum statt Wein. In Döbeln wurde ein protestantischer Gottesdienst von einem Zivilpolizisten aufgelöst, nachdem der Pfarrer den 15 Gläubigen verkündet hatte, Jesus sei mitten unter ihnen. Gegen alle 15 Personen wurde Strafanzeige gestellt, die Personalien von Jesus konnten nicht festgestellt werden, der Verdächtige ist flüchtig. In Sachsen gilt eine Maskenpflicht, bei Demonstrationen der Pegida werden diese und das Abstandsgebot jedoch ausgesetzt, um die Mortalität unter Rechtsextremen zu erhöhen. Sachsen-Anhalt öffnet seine Buchhandlungen sofort. Viele Sachsen-Anhaltiner fragen sich seitdem, was man dort eigentlich kaufen kann. Der Brocken darf wieder bestiegen werden, allerdings nur mit Atemgerät. Schleswig-Holstein. Touristen und Inhaber von Zweitwohnsitzen dürfen weiterhin nicht einreisen. Dafür wurde das Wattwandern wieder erlaubt, auf Flächen, die 800 Quadratmeter übersteigen. Vorausgesetzt, man hält sich an das Kontaktverbot zu Kegelrobben und sinkt nicht tiefer als 1,5 Meter ein. Und das letzte Bundesland, Thüringen. Buchhandlungen dürften öffnen, wenn es sie gäbe. Abiturprüfungen sollen per Livestream abgewickelt werden. Am DSL-Anschluss der Gemeinde Friedrichroda kam es daraufhin zu einem ungenehmigten Menschenauflauf von 15 Abiturienten, der polizeilich aufgelöst werden musste. Im Landkreis Schmalkalden-Meiningen darf das Abitur nun auch fernmündlich via Teletext oder per Rauchzeichen abgelegt werden. In Jena gilt eine strikte Maskenpflicht, die die Infektionszahlen auf nahezu null gesenkt hat. Aber nach der Ministerpräsidentenwahl im Februar will in Deutschland nun wirklich niemand Thüringen als Vorbild nehmen. In 10 Tagen werden sich die Ministerpräsidenten der Länder wieder mit der Bundeskanzlerin beraten und neue bundeseinheitliche Regelungen beschließen. Vielen Dank. So, das als kleinen Text vorneweg und ich freue mich, wir werden gesehen, wir werden von 54 Menschen gesehen, zumindest im Hauptstream auf der Seite des Slam des Westens. Wir streamen heute parallel auf der Seite des Slam des Westens, auf meiner eigenen Seite, auf der Seite der AHA und auf der Seite vom Satö Verlag, der diese Veranstaltung auch noch unterstützt. So, das deswegen kann die Userzahlen, die zugucken, sich noch an verschiedenen Stellen erhöhen. Die Abstimmungen werden allerdings im Stream des Westens auf der Slam des Westens Seite selbst gemacht. So, und wir, jetzt kommt der erste spannende Moment, wir schalten nämlich jetzt zu der ersten Poetin, die sich in den Weiten des Internets aufhält und ich werde sie jetzt einfach mal fragen, wo sie sich befindet. Und Marie-Therese Schwinn, hörst du uns? Ich höre euch, hört ihr mich? Wir hören dich auch. Wunderbar, schön, dass du da bist. Du bist in welchem Ort gerade? Ich bin in Rostock. Okay, jetzt Bühne frei für Rostock beim Slam des Westens. Marie-Therese Schwinn, erste Starterin. Ich mache kurz die Kopfhörer ab, das ist schöner fürs Gefühl. So. Hallo Internet, schön euch zu sehen oder sozusagen zu sehen. Ich freue mich sehr, dass das heute stattfindet. Danke, dass ihr das organisiert. Danke, dass wir slammen können. Ich fühle mich tatsächlich ein bisschen, als wäre ich auf einer Bühne und ich genieße das gerade sehr. Und ich freue mich auch sehr anzufangen. Ich habe überlegt, was wäre ein schöner Text, den ich euch mitbringen kann. Und habe gedacht, ich nehme einfach meinen neuesten Text, der liegt mir tatsächlich sehr am Herzen. Ich habe mich die letzten Jahre, damit beschäftigt, wer bin ich eigentlich unter all den Prägungen, die mir mit auf den Weg gegeben wurden? Gibt es da so eine Art Grundessenz von mir und wie finde ich die und wie hilft mir die vielleicht auch dabei, gut und positiv durchs Leben zu gehen? Und dachte, vielleicht ist das ein schöner Text für euch und für heute auch zum Anfang, denn vielleicht hilft es euch einfach. Also ich weiß nicht, mir und auch einigen Freunden von mir knallt schon hin und wieder auch gerade mal die Decke auf den Kopf. Ja, man sieht wenig Leute. Ihr wisst es, brauche ich nicht erklären, was Corona mit uns macht. Und dachte, vielleicht kann ich euch da was Schönes mit auf den Weg geben. Genau. Los geht's. Ich bin meine Mutter, meine Oma, meine Uroma und Uropa. Eine lebendig gewordene Erinnerung aus Fleisch und Blut und Herz. Bin ein Halb meiner Schwester, ein Hauch meiner Cousinen, habe Tante im Blut. Bin ein Sack voll Erinnerung, voller Träume, gebastelt aus Hoffnungen. Zusammengesetzt und einverleibt aus Träumen, die nicht meine sind. Aus Dramen, die nicht meine sind, aus Trauma, das nicht für mich bestimmt ist. Bin
eine Handvoll von Splittern, Fragmenten, Puzzlestücken. Jede Faser meines Körpers ein Geschichtslexikon, ein Archiv der Welt, ein Verzeichnis von so ist man. Eine Landkarte meines Landes, meiner Welt, der Welt, in der ich lebe. Die Legende an vielen Stellen verblichen. Weltkarten, die bis ins Universum reichen. Neue Horizonte auf Safari in meine inneren Länder. Mit von mir aufgemalten Grenzen, die ich versuche auszuradieren, die ich versuche zu verschieben. Ein Tetris aus Atem, Gefühl, Erinnerung. Gefühl, Erinnerung, Atem. Erinnerung, Atem, Gefühl. Ich bin mein Papa auf dem Schulhof, mein Opa auf der Flucht. Bin Familie, die heimlich Brotkanten an KZ-Häftlinge verteilt. Bin der doppelte Boden einer Stadt voll nicht explodierter Weltkriegsbomben. Bin Urahn um Urahn um Urahn. Ich kenne eure Namen nicht, aber ihr steckt mir im Blut. Bin als Mensch konservierte Zeit. Ich wurde nicht gemacht aus so ist man. Ich war ein Spiegel, zersprungen. In mir ein Riss zu groß, um ihn zu nähen. Ich wehr mich mit Fäusten, ich war weiter lächeln und weitergehen. Ich war so zersprungen. Und in all diesen Einzelteilen, neben glassplitterscharfen Kanten, Reflexion, Sonnenstrahlen, Sternenstaub, ein Rohdiamant. In all diesen Einzelteilen, ein Glitzern, Sonnenlicht, ein Farbprisma, Reflexion dessen, was um mich geschieht. Ich war ein Erdbeben, größer als die Welt. Ich war ein Zittern im Körper. Ich bin einatmen, ausatmen, wahrnehmen, beben. Einatmen, ausatmen, wahrnehmen, beben. Einatmen, ausatmen. Zwischen Zitterwellen Platz, um mich auszuweiten, Platz, um mich auszudehnen, da sein können, ich sein dürfen. Statt die Geschichten anderer weiterzuschreiben, mir Raum geben, statt Splitter zu sortieren, mich ansehen. Einatmen, ausatmen, wer oder was ich eigentlich bin, erleben. Ich bin irgendwo zwischen Raupe und Schmetterling. Ich bin Wellensurferin, bin Lachen und Weinen, bin Glückstränen, Wunder und Schmerzwegatmerin und Wundenleckerin und Wunderentdeckerin. Ein kleines Kind im Frauenkörper, bin zeitreisender Schutzengel für mein ach so kleines inneres Kind, bin Artenkünstlerin und Seelenforscherin. Wenn ich aufhöre, deine Geschichte für meine eigene zu halten. Ich bin Nobelpreisträgerin meiner Gefühle, wenn ich aufhöre, die Geschichten dieser Welt für meine eigene zu halten. Ich bin zurück zum Ursprung, wenn ich aufhöre, deine Geschichte für meine eigene zu halten. Ich bin zurück zu meinem Ursprung, wenn ich aufhöre, all diese Geschichten für meine eigene zu halten. Ich bin auf der Reise zum Mittelpunkt meiner Welt. Wenn ich entdecke, was ich alles nicht bin. Ich bin das, was ich nicht mehr in mir zusammenhalte, wenn ich aufhöre, deine Erinnerungen für meine eigenen zu halten. Ich bin ein Rücken mit zwei unsichtbaren Flügeln, wenn ich sanft bin, wenn ich mir erlaube, all das zu sein, was ich fühle, wenn ich aufhöre, all diese Dramageschichten dieser Welt neu zu erfinden. Also, wenn ich all das nicht und niemals war, wer oder was ich dann wohl eigentlich tatsächlich bin, wenn ich mir erlaube, einzutauchen, auszuhalten. Einatmen, ausatmen, wahrnehmen, beten. Einatmen, ausatmen, zwischen Zitterwellen Platz, um mich auszuweiten, Platz, um mich auszudehnen, da sein können, ich sein dürfen, leben. Statt die Geschichten anderer neu zu schreiben, mir Raum geben, mit jedem Atemzug, den Raum zwischen dem Beben auszuweiten, zu beleben, mich zu verlieren, in Weite, in Universum und Dunkelheit, mich zu finden in einer Fülle von Sternen. Da ist Licht, da ist Licht, da ist Licht in mir. Ich bin ein goldener Faden aus Licht. Ich bin ich. Dankeschön. Marie-Therese Schwinn. So. Ich kann mich jetzt mit dir auf der Leinwand unterhalten. Das ist sehr spannend. Das habe ich noch nie gemacht. Vor allem, ich kann eine Laola mit mir selber machen. Huh!
Huhu! Das ist schön. Hallo Marie-Therese. Wie war das für dich, das erste Mal so ins völlige Nichts vorzutragen? Und ich mich doll jetzt auch zum Beispiel, ich musste mich doll konzentrieren, mich nicht deshalb aus dem Text irgendwie rausfliegen zu lassen, genau, und habe dann aber einfach versucht, gut mit mir selber zu reden und mir vorzustellen, ich wäre Publikum, zu dem ich rede. Also lustig und ansonsten so rein energetisch gar nicht so viel anders, als wenn ich auf der Bühne stehe. Also ich bin genauso aufgeregt, ich muss mich genauso konzentrieren, ob ich den Text kann, ich konzentriere mich genauso auf die Choreo oder Performance, genau. Das ist sehr cool. Du hast auch ein unglaublich professionell wirkendes Mikrofon da. Das ist echt schon Wahnsinn. Ich habe es extra für euch aufgebaut. Ich befürchtete schon extra für uns gekauft, aber aufgebaut ist okay. So, vielen Dank, Marie-Therese Schwinn. Ah, hier aus der AAD anwesenden drei Personen klatschen. Tosen Applaus. Und wir machen weiter mit dem zweiten Starter, der jetzt hier an dieses Richtmikrofon treten wird. Freut euch auf ein Mitglied der legendären Lesebühne, Lesedüne. Hier kommt für euch Mike Marcinkowski. Dankeschön. Richtmikro, das klingt immer so ein bisschen nach, als wenn man hier gerichtet würde, okay? So, hallo Publikum, vielleicht. Ich habe mal auch was zu einem Thema geschrieben, was dieser Tage auch sehr viel um sich greift, nämlich dies. In diesen Tagen ist wieder viel von Verschwörungstheorien oder besser Verschwörungsfantasien die Rede. Die gedeihen ja immer da am besten, wo gesellschaftliche Entwicklungen etwas unübersichtlich werden, weil sie so ein behagliches Gefühl von Überblick und damit Kontrolle vermitteln, vermutlich. Außerdem haben die Leute gerade eh ein bisschen Zeit, da kann man sich halt auch gut ein paar Wahrheiten ausdenken, die es aufzudecken gilt. Ich sage nicht, dass es so etwas wie Verschwörungen nie und nirgendwo gegeben hätte. Und natürlich wird vieles in der Politik und der Wirtschaft versucht zu vertuschen oder geheim zu halten, kriegt man ja oft genug mit. Und naja, dass Geheimdienste im Verborgenen arbeiten, liegt halt nun mal in der Natur der Sache. Aber die den meisten Verschwörungsfantasien zugrunde liegende Vorstellung, in irgendwelchen dunklen Hinterzimmern würden sich Leute wie Bill Gates, George Soros, Angela Merkel, Mr. Burns und, was weiß ich, der weiße Hai nebst zwei Labormäusen treffen, um einen Plan zur Erlangung der Weltherrschaft zu entwickeln. Solche Vorstellungen haben gewisse, sagen wir, Schönheitsfehler. Der größte ist natürlich, dass sie sich oft, man möchte sagen, in den allermeisten Fällen bei genauerer Betrachtung in irgendeiner Weise als antisemitisch und oder rassistisch entpuppen. Das ist schon mal sehr hässlich. Ein anderer Makel ist aber auch, dass solche Verschwörungsszenarien zwar bisweilen recht fantasievoll ausgemalt, dann aber nicht richtig zu Ende gedacht sind. Das finde ich immer sehr ärgerlich. Viele Verschwörungsfantasien mögen sich zwar schwer durch Fakten widerlegen lassen, weil sie sich dem Ganzen entziehen, aber sobald man mal ernsthaft annehmen will, sie wären wirklich wahr, brechen sie unter ihrer eigenen Last zusammen wie irgendein Vergleich, den ich mir noch ausdenken muss. Wenn zum Beispiel das Coronavirus ernsthaft in einem Labor entwickelt wurde, wofür? Wohl kaum als biologischer Kampfstoff. Wenn ein Großteil der gesunden Bevölkerung unter 60 häufig eher milde Symptome aufweist, gut, es würde erklären, warum diejenige Nation, die diesen Kampfstoff angeblich entwickelt haben soll, der da aus einem Labor ausgebrochen sein soll, jetzt alles daran setzen würde, es geheim zu halten, weil es in militärischer Hinsicht ein bisschen peinlich wäre halt. Wenn das Virus aber wiederum mit Absicht in die Welt gesetzt worden wäre, wie muss man sich dann das geheime Geheimtreffen der geheimen Supermacht vorstellen, nachdem sie ihre Kreation, mit welchem Ziel auch immer, auf die Welt losgelassen haben und jemand beim Meeting fragt, okay, wann können wir das Gegenmittel auf den Markt bringen? Und alle so, Gegenmittel? Davon stand aber nichts im Paper. Die meisten Verschwörungsfantasien beschreiben die Verschwörer als extrem einflussreich, mächtig und intelligent. Trotzdem scheinen diesen Leuten immer wieder sehr dumme Fehler zu unterlaufen. Ich meine mal im Ernst. Wie schlecht muss eine Verschwörung sein, dass irgendwelche Deppen im Internet sie einfach so, ohne weiteres aufdecken können, indem sie Kringel und Pfeile in Fotos oder Videos malen?
Zudem scheint mir der Aufwand zur Geheimhaltung einer Verschwörung oder Manipulation oft in keinem vernünftigen Verhältnis zum daraus resultierenden Gewinn zu stehen. Warum sollte ich den gigantischen Aufwand betreiben, komplizierte Technologien und Chemikalien zur Bewusstseinsmanipulation zu entwickeln, sie mit Flugzeugen über dem ganzen Land verteilen und enorme Ressourcen zur Vertuschung und Geheimhaltung dieser Aktion in Gang setzen, wenn ich denselben Effekt mit ein bisschen Werbung erreichen kann? Was aber wohl am meisten gegen die Vorstellung verborgener Weltherrschaft spricht, ist, wie wir alle wissen, erzählen Bösewichte immer, also wirklich immer, immer ihren Plan zur Erlangung der Weltherrschaft. Und actually, wenn man sich ein bisschen umschaut, sie tun es auch. Diverse Staaten zum Beispiel machen in der Regel keinen Hehl aus ihren Bestrebungen, die führende Markt- und oder Militärmacht der Welt zu werden. China hat das als offiziellen Plan formuliert, die USA wollen sich diesen Status nicht abnehmen lassen und Europa würde auch mal gern ernst genommen werden in dieser Hinsicht. Russland war natürlich auch schon immer mit im Game. Genau genommen haben eigentlich alle großen Herrscher und Eroberer, Kriegs- und Wirtschaftsnationen der Geschichte, sich einfach hingestellt und gesagt, so, jetzt kommen wir und übernehmen die Weltherrschaft, badam. Und man muss sich nur mal die Nutzungsbedingungen großer Konzerne wie Facebook, Google oder Amazon anschauen. Da steht im Grunde drin, guten Tag, wir würden gerne die Weltherrschaft übernehmen und zwar mit folgenden Mitteln. Und dann erklären sie Punkt für Punkt, was sie vorhaben. Leider erklären sie das meistens in juristisch, das ist eine alte Geheimsprache, die seither jeher von den Mächtigen gern benutzt wird. Deshalb versteht man das nicht so gut. Aber hier ein Tipp für alle Leute, die von irgendwelchen weltumspannenden Verschwörungen überzeugt sind. Am besten könnt ihr der großen Gehirnwäsche entgehen, indem ihr einfach das Internet verlasst. Für immer. Und zwar sofort. Tatsächlich sind die Versuche verschiedenster Akteure, Macht und Einfluss in der Welt zu erlangen oder zu vergrößern, eigentlich meist ziemlich unverhohlen. Wenn vermeintliche Weltverschwörungen in diesem Zusammenhang irgendeinen Sinn hätten, dann vielleicht den, sich selbst auffliegen zu lassen, um von sehr offensichtlichen Sachen abzulenken. Dass Donald Trump zum Beispiel von Russland im Wahlkampf nur unterstützt worden wäre, erscheint mir höchst unglaubwürdig. Denn mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist Trump selbst ein Projekt des russischen Geheimdienstes, um die USA zugrunde zu richten. Verschwörungstheoretiker erscheinen mir oft ein bisschen wie Don Quixote. Ein alter Mann, der überall in der Welt seine Fantasiegebilde sieht und diese in der festen Überzeugung, ein Ritter zu sein, bekämpft. Schön wäre es doch, wenn diese Fantasiegebilde wenigstens irgendwie spannend wären. Ein Türsteher sagte mal zu mir, als ich fragte, ob ich kurz den Club verlassen könnte, um ein paar Erdnüsse zu holen, da sagte er zu mir, denk dir doch mal was Interessantes aus, ich möchte gut belogen werden. Und ich finde, das gilt auch für Verschwörungsfantasien. Wenn schon Verschwörungen, dann bitte doch auch eine, die einigermaßen spannend ist und vielleicht auch ein bisschen Spaß macht. Oder aber zur Abwechslung mal eine, von der man sagen könnte, schön wär's, wenn das stimmen würde. Vielen Dank. Mike Marcinkowski. So, das war der zweite Starter hier beim Stream des Westens 101 live aus der AHA. Ich darf an dieser Stelle, weil der Verlag Satü das hier unterstützt, auch einmal kurz hochhalten und erwähnen, dass Mike ein wunderbares Buch geschrieben hat. Die Welt kann ein Lächeln verändern, heißt es. Es ist auch ein Lächeln drauf. Man kann das Buch auf Aufhalten. Hätte ich eine dritte Hand, würde ich das an dieser Stelle auch tun. Und auch Marie-Therese Schwinn ist in wunderbaren Büchern vertreten, unter anderem dieser Anthologie Lautstärke ist weiblich, Texte von 55 Poetinnen, die allesamt wunderbare Texte geschrieben haben. Diese Bücher kann man auch im Internet kaufen, zum Beispiel beim Online-Shop des Satyr-Verlages. Shop-Tür ist die Webadresse. Wer heute das noch macht, da freuen wir uns besonders, denn für jedes Buch, das hier während des Slams oder heute Abend oder morgen früh noch verkauft wird von diesen Büchern hier, dafür kriegen die Poeten 10 Euro mehr in die Verteilungskasse. So, das kurz als Werbeblock zwischendurch. Wir machen jetzt weiter mit der nächsten Poetin im Stream. Wir schalten jetzt, wenn ich richtig informiert bin, nach Görlitz, wo Jesse James Lafleur sitzen sollte. Und ich hoffe, dass sie dort auch sitzt. Jesse, hörst du uns? Hallo Jesse, wir unterhalten uns gleich noch ein bisschen. Jetzt erstmal geht es los mit deinem Text. Hier kommt Jesse James Lafleur.
Vielen lieben Dank, einen wunderschönen guten Abend, liebe Welt. Es ist super, weil es mit Aufregung verbunden ist, jetzt vor einem Stream zu stehen. Ich bin gerade in Görlitz und seit 38 Tagen in selbstgewählter Selbstisolation. Und am meisten kriegt man hier Corona mit durch die geschlossene Grenze zu Polen. Es ist ein krasser Zustand. Was noch ein viel, viel krasser Zustand jedoch für mich war, ist, dass Corona zwar eine Kontaktsperre zur Folge hatte, aber es anscheinend vollkommen okay war, am 20.04. für ein paar verlorene Pegida-Menschen in Dresden aufzulaufen, am Geburtstag von Adolf Hitler, was für ein Zufall. Und ich habe allgemein in diesem Land sehr oft das Gefühl, dass so ein paar nicht wissen, was in Deutschland mal passiert ist vor einigen Jahren, und das wollte ich genau für diese Menschen einmal zusammenfassen. Und dieser Text heißt Leidende Deutschkultur. Es gibt Menschen, die denken, man müsste die deutsche Leitkultur vor Flüchtlingen, Ausländern und Kopftüchern schützen. Es gibt Reichsbürger, die von Überfremdung und vom Austausch des deutschen Volkes sprechen. In unzähligen Kommentaren auf Facebook und Twitter zittert man vor dem Untergang des Abendlandes und wittert nun eine Chance, es den Altparteien also richtig heimzuzahlen. Deutschland, den Deutschen zurück zu deutschen Bräuchen. Aber was in aller Welt soll das eigentlich bedeuten? Denn die ältesten Belege für die Bevölkerung von Menschenaffen auf deutschem Gebiet sind etwa 700.000 Jahre alt. Einige schaffen es offensichtlich nicht, sich geistig weiterzuentwickeln und wählen heute die AfD oder heißen Björn Höcke. Aber sind das dann die wirklich wahren Deutschen, und welche Kultur meinen die eigentlich? Also die, die man ihnen wegnehmen könnte. Wenn ich ehrlich bin, ja, verstehe ich ihre Angst. Ja. Ich verstehe sie nun zu gut, denn wir leben hier in einem Land, in dem man Angst haben muss, ein rundes Kleingebäck zu bestellen, Angst vor der Wut eines Bäckereifachverkäufers, der einem ins Gesicht zischt, das heißt Semmeln, es heißt Schrippen, nein, da wo ich herkomme, nennt man das Brötchen. Das Endstück beim Brot benutzt Deutschland ganze 218 Wörter. Natürlich fühlt man sich da fremd im eigenen Land, wenn man sich selbst beim Abendbrot nicht mehr verständigen kann, aber mal ganz von vorne. So ab 58 vor Christus gehörten Gebiete Deutschlands zum Römischen Reich. In dieser Zeit gründeten die Römer die Trendsetterstädte Trier, Köln, Augsburg und Mainz. 1806 gehörte Deutschland zum Heiligen Römischen Reich, deutsche Nation. Es folgten Zerfall, neue Verbünde und Kaiser Napoleon. Der Wiener Kongress schmiss eine Runde neuer Grenzen. Österreich und Preußen verschmolzen zu einer Hassliebe, die erst in einer Herbstkrise und dann im Deutschen Krieg endete. Man entschied sich schließlich, das mit dem Bund des Leben wieder sein zu lassen. Und eigentlich wäre es auch immer ganz nett, eine Monarchie zu erschaffen, in der drei Königreiche, 18 Großherzog und Fürsten, drei freie Städte zusammengeflickt wie ein Mosaik mit Bayern auskommen mussten. Schluss mit Schwarz-Rot-Gold, ab jetzt wieder Schwarz-Weiß-Rot. Es lebe der Kaiser, das Kaiserreich ist tot, den Ersten Weltkrieg verloren, das Ende einer Dynastie, und schwupps wurde aus dem Deutschen Kaiserreich auf einmal eine waschechte Republik. Es wäre auch zu schön gewesen, hätte man Demokratien und deutsches Kulturgut kennen können, aber es sollte da einen geben, der das verhindern würde. Ab jetzt folgt ein Teil der deutschen Geschichte, den man unter Faschisten auch den großen Gedächtnisschwund nennt. Ach so, ja, NS-Diktatur, schon mal gehört, aber es reicht ja auch mal mit der ganzen Erinnerungskultur. Nein, nein, es reicht eben nicht. Denn wenn in einem Land plötzlich wieder Faschisten mitregieren dürfen und Juden sowie Ausländerhass erneut salonfähig werden, hat der Geschichtsunterricht bei vielen Menschen offensichtlich nichts bewirkt, und da wird man das Wissen ja wohl doch mal auffrischen dürfen. Adolf Hitler, NSDAP 1921, Parteivorsitzender, prägte mit Mein Kampf die antisemitische und rassistische Ideologie, den Nationalsozialismus, und sorgt noch heute dafür, dass Menschen um ihr Leben bangen müssen. Am 30. Januar 1933 wurde Hitler zum deutschen Reichskanzler ernannt. Innerhalb weniger Monate beseitigte sein Regime die Demokratie und den Rechtsstaat. Politische Gegner und Rivalen wurden inhaftiert und ermordet, und als es keinen mehr gab, der seiner Macht im Weg stand, da... Ja. Ab hier beginnen Tatsachen, die manche auch gerne mal leugnet. Die perfide Vorstellung eines mächtigen deutschen Reiches geistert auch heute noch durch die Oberstübchen von Menschen, die sich so sehr einen neuen Führer wünschen. Vielleicht, weil es nur wenig gibt, was die Deutschen wirklich eint, den Hass auf Bayern München und eine echt dunkle NS-Vergangenheit. Das jüdische Leben wurde in ganz Europa nahezu ausgelöscht. Hunderttausende Sinti und Roma, Menschen mit Behinderung, Homosexuelle und Andersdenkende wurden gefoltert, vergast, getötet. Bis zu 56 Millionen Menschen sind an direkten Kriegseinwirkungen gestorben, und noch heute leiden Menschen unter den Traumata der vorigen Generation. Und wenn ihr mir nicht glaubt, dann lauft durch eure zerstörten Altstädte, zählt die Stolpersteine, die Bunker, die verschwundenen Kulturgüter und Plätze. Ihr habt recht, es reicht mit den Altlasten und Schuldzuweisungen, aber es wäre eure Schuld, wenn sie sich wiederholen würde. Vergangenheit. Am 23. Mai 1949 wurde die Bundesrepublik Deutschland, wie wir sie heute kennen, gegründet. Das sind
70 Jahre, knappe 70 Jahre, in denen Menschen, die das sogenannte Wirtschaftswunder aufgebaut haben, auch mit Hilfe von Gastarbeitern und Migranten und von einem Menschen zu verlangen, dieses Land wieder zu verlassen, nur weil er nicht in die Schablone Deutsch sein passt, ist ganz, ganz harter Tobak. Was ist denn nun typisch deutsch? Ha? Ein Blob aus zusammengepumpten Königreichen und Staaten, garniert mit germanischen Bräuchen und unendlich vielen Mundarten, sagt man Moin im Süden, reagiert Hessen empört, auf Rheinisch herzlich reagieren, Berliner eher verstört, nennt man einen Franken, einen Bayer, sollte man schneller in sein Leben rennen und Holstein würde am liebsten wieder zu den Dänen gehören. Mein Baden ist ein Baden und der Rest sind Schwaben, in Mainz ruft man Hellau, in Köln aber Alav, Saarbrücken und Ostfriesland sollen ja auch existieren, aber keiner weiß so wirklich, wo die eigentlich liegen, bedeutet fremd. Im eigenen Land ist man dann, wenn man in ein neues Bundesland zieht. Merkst du selbst, wie dumm das ist, ne? Diese Angst davor, eine nicht existierende, einheitliche deutsche Kultur zu verlieren, aber scheinbar hat keine Angst vor dem Verlust der Demokratie und der Menschenwürde. Ich will nicht mehr mit Faschisten reden. Man kann sich mit Menschen nicht verständigen, die solch einen unerklärlich blinden Hass empfinden. Ich habe lang genug versucht, eure Wut zu verstehen, habe versucht, eure Sorgen ernst zu nehmen, habe versucht, euch zu erklären, dass die Probleme in diesem Land nicht von Flüchtlingen, sondern hausgemacht sind. Und aus Protest Faschisten zu wählen, ist nicht der Inbegriff von Demokratie. Hass bringt nichts. Hass funktionierte noch nie. Hass hat zur Folge, dass Menschen in diesem Land ihr Leben verlieren. Hanau, 20. Februar 2020. Und die Geschichte wiederholt sich. Wehret den Anfängen bedeutet, dass wir uns wehren müssen, denn deutsch zu sein bedeutet für mich, dem Faschismus die Stirn zu bieten und den wachsenden Rechtsruck in diesem Land nicht hinzunehmen. Was Deutschland wirklich eint, ja, die Erinnerungskultur. Also bitte hört auf, wegzuschauen, wenn ihr schweigt. Stimmt zu. So, Jesse James Lafleur war das. Und damit haben wir die erste Runde im Stream des Westens 101 schon hinter uns. Und wir können da gleich zur Abstimmung schreiten. Ich habe eben jetzt hier in diesen Rechner mit Slam des Westens den Abstimmungspost rein gepostet. Ich hoffe nicht, dass er jetzt völlig runtergescrollt wird. Ich habe willkürlich jedem der drei PoetInnen ein Smiley zugelost, mehr oder weniger. Das hat jetzt also keine inhaltliche Bedeutung, dass einer von denen ein Herz, einer ein Daumen und einer ein lachendes Gesicht hat, sondern einfach in der Reihenfolge, wie die Smileys kommen und wie die Poetinnen und Poeten aufgetreten sind. Ihr dürft jetzt die erste Abstimmung machen. Der Post ist geteilt und diesen Post selber könnt ihr ja liken mit einem entsprechenden Emoji und das werde ich gleich aussehen. Ihr habt dafür etwa 3 bis 4 Minuten Zeit, in denen ich selber hier noch einmal etwas an diesem Mikrofon vortragen werde, damit wir diese Abstimmung auch ein bisschen überbrücken. Ich werde diesen Text jetzt in 2 Teilen machen. Es ist quasi ein Führerschein. Die Bundesregierung hat ja jede Menge Maßnahmen gegen Corona beschlossen und man weiß gar nicht mehr, wie man sich eigentlich so richtig verhalten soll. Und darum geht es. Jens Spahn hatte die Idee, einfach einen Corona-Führerschein zu entwickeln. So nach dem Vorbild der theoretischen Fahrprüfung muss man dann Fragen beantworten per Multiple Choice. Und dann, wenn man das besteht, darf man weiter vor die Tür. Das ist quasi das Prinzip dieses Corona-Führerscheins. Mir wurden dazu einige dieser Fragen zugespielt und 10 an der Zahl und die ersten 5 Fragen werde ich euch jetzt an dieser Stelle dann stellen. Darf ich hier an dieser Stelle machen. So, Frage 1. Im Supermarkt begegnen Ihnen zwischen Tütensuppen und Teigwaren an der Kreuzung zu den Hygieneartikeln von links eine Angehörige einer Risikogruppe, die in ihren Gang einbiegen will, von rechts ein junger Mann mit Mundschutz und Baby auf dem Arm. Der Gang zu den Hygieneartikeln vorne ist durch einen Damenbinden nachlegenden Supermarktmitarbeiter blockiert. Wer darf zuerst gehen? A. Der junge Mann kommt von rechts, daher darf er zuerst passieren. B.
Ich lasse der Angehörigen der Risikogruppe den Vortritt, trete 2 Schritte zurück und lege mich unten ins leere Nudelregal, um die 1,5 Meter Sicherheitsabstand zu wahren. C. Ich nehme meinen Mundschutz ab und huste mir den Weg frei. Frage 2. Sie befinden sich auf einem 1,20 Meter breiten Gehweg. Ihnen kommt eine Frau mit Mundschutz und hustendem Kind entgegen. Wie lösen Sie diese Situation? A. Wir bleiben im Abstand von 1,5 Metern stehen und klären per Schnick-Schnack-Schnuck, wer bis zur letzten Kreuzung zurücklaufen muss. B. Ich passiere die beiden mit gesenktem Kopf und halte dabei den Atem an. C. Ich springe auf die Straße in den fließenden Verkehr, dort habe ich eine höhere Überlebenschance. Frage 3. Jemand mit starken Erkältungssymptomen studiert im Supermarkt die Inhaltsstoffe einer Packung Nudeln und legt sie anschließend zurück ins Regal. Es ist die letzte Packung. Wie verhalten Sie sich? A. Es ist verdammt nochmal die letzte Packung und zu Hause habe ich nur noch 7 Packungen. Was bleibt mir anderes übrig? Ich kaufe sie trotzdem. B. Ich kaufe Reis oder Kartoffeln. Hauptsache Kohlenhydrate. Zur Not gibt es heute Cornflakes mit Tomatensauce. C. Ich kaufe die Packung trotzdem, koche die Nudeln aber in 80%igem Alkohol. Frage Nummer 4. Sie werden von Freunden zu einem Spieleabend eingeladen. Gehen Sie hin? A. Ja, aber ich desinfiziere das Siedlerspiel gründlich und schreibe auf jede Lehmkarte Atemmasken. B. Ja, aber ich nehme Gepäck für 14 Tage mit. C. Nein, schon die Einladung zeigt, dass Sie nie meine Freunde gewesen sein können. Ich zeige Sie beim Ordnungsamt an. 5. In einem nur 90 cm breiten Bereich unter einem Baugerüst begegnen Sie einem etwa 30-jährigen Jogger. Wie reagieren Sie? A. Wir bleiben in 1,5 Meter Abstand voreinander stehen und warten, bis die Kontaktsperre aufgehoben wird. B. Wir verständigen uns, wer von uns über den Boden robbt und wer sich oben am Baugerüst entlang schwingt, um den Mindestabstand vertikal einzuhalten. C. Wir scheißen auf das Ansteckungsrisiko, geben uns im Vorbeigehen einen Zungenkuss und bilden für die nächsten 14 Tage eine Hausgemeinschaft. So, das waren die ersten 5 Fragen. Und die weiteren 5 Fragen kommen nachher. Und jetzt gehe ich mal hier hin und schaue. Und ganz gespannt, ob wir ein Abstimmungsergebnis haben. Ich hoffe, das finde ich jetzt noch wieder hier. Ah, es haben Menschen abgestimmt. Und wir haben, was heißt denn? Achso, Lachen war Herz und dann haben wir noch Daumen. Okay, wir haben ein Ergebnis und zwar werden wir im Finale wiedersehen, zugeschaltet aus Görlitz, werden wir noch einmal sehen, Jesse James Lafleur im Finale des Stream des Westens 101. So, damit hätten wir die erste Runde zum Abschluss gebracht. Wir bedanken uns hier mit großem Applaus und schmeißt alles, was ihr an Herzchen gerade los in die Kommentarspalte schmeißen könnt für die beiden PoetInnen, die an dieser Stelle hier ausgeschieden sind. Leider, aber man kann Texte von ihnen nachlesen in wunderbaren Büchern für applaudiert per was auch immer, für Mike Marcinkowski und Marie-Therese Schwinn. Wollte Louis-Therese sagen, nein, Marie-Therese. So, damit gehen wir jetzt direkt weiter in die zweite Runde. Wir haben gerade einen Text an diesem Mikrofon gehört, das heißt, wir gehen jetzt wieder in den Stream und ich sehe sein Gesicht schon hier in unserer Videokonferenz. Ortwin Bader-Iskraut, kannst du mich hören? Ja, ich kann dich sehr gut hören, bin ich zu verstehen. Du bist auch zu verstehen. Herrlich. Wunderbar. Und wo hältst du dich gerade auf? In Karlshorst? Nein, ich bin gerade in der wunderschönen Uckermark und da bleibe ich auch für eine Zeit und isoliere mich da noch ein bisschen mehr als normalerweise. Das kann man, glaube ich, in der Uckermark sehr gut sich isolieren. So. Ja, ich treffe nur auf Profis. Okay, erster Text in der zweiten Runde. Ortwin Bader-Iskraut. Ja, danke. Corona hin und her. Wir sind ja gerade so ein bisschen alle damit beschäftigt, zu Hause rumzuhocken und Lebensmittel einzukaufen oder das zumindest zu versuchen. Und vergessen dabei so ein paar andere Sachen, die irgendwie gerade eigentlich noch so abgehen. Zum Beispiel Klimawandel. Hey, was war da denn los? Irgendwie gerade nicht mehr so aktuell. Und auch vor Corona war es schon so, dass man sich immer so ein bisschen die Verantwortung hin und her geschoben hat, wer
wer ist denn da eigentlich schuld, was kann man da machen und so. Und da habe ich meinen Text geschrieben, der es ein bisschen einfacher zusammenfasst, ein bisschen bildlicher macht, auch für die ein bisschen dümmeren hier. Dieser Text, der funktioniert so. Es war einmal eine schöne Welt, bevölkert von Millionen, geprägt von Fortschritt, Wirtschaftsleistung und Innovation. Die Wirtschaft prosperierte und die Menschen dort ging es prima, nur einem ging es fürchterlich, die Rede ist vom Klima. Es lag jammernd in der Ecke, von Ozonlöchern durchsiebt. Ihm stand das Wasser bis zum Hals, denn der Meeresspiegel stieg. Geschwächt vom hohen Fieber, sehr viel höher als normal. Der ganze Körper kurz vom Sieden, er erwärmte sich global. Und nach Unterstützung suchend wandte es sich unter Krämpfen und geschüttelt von der Krankheit zu den zuhörenden Menschen. Sprach zu ihnen unter Tränen, konnte reden wie kein Zweiter. Gebt ein bisschen auf mich acht, Freunde, so geht es echt nicht weiter. Ihr habt nur diese Erde und das Zeitfenster wird enger. Beutet sie doch nicht so aus und dafür habt da sind noch länger, noch ist es nur schön warm, doch lasst doch ein auf diesen Handel, denn ich kann sie wohl ganz anders, ich gebe euch den Klimawandel. Doch der Mensch sah das Problem nicht, tat, als wäre es nicht da. Klima kannte er höchstens vom Airconditioner. Schön für den Reim an der Stelle. Macht dir keinen Kopf, sagte er, bisschen noch Geduld, wir kriegen das schon hin, doch es ist nicht meine Schuld. Wer trägt die Verantwortung? Das sage ich dir gerne. Der wahre Feind der Umwelt. Schau doch mal auf die Konzerne. Klima, Umwelt, Artenschutz, mir kratzt nichts am Gewissen. Die Hauptsache, ich muss nicht meinen Lebensstandard missen. Was möchte ich nach einer guten Mahlzeit in meinem Bauch haben? Zwei verschiedene Tierarten, die extra für mich ausstarben. Piccolo statt Wasser, damit halte ich meinen Pegel. Zum Arbeitsplatz, da fliege ich von Schönefeld nach Tegel. Rasierklingen aus Plastik, ich muss niemals auf den Pflaumen warten. Klopapier aus mindestens drei stark bedrohten Baumarten. Ja, ihr hört schon richtig, denn für mich gibt's nur das Beste. Popcorn von Monsanto und die Limo nur von Nestle. Ich hab Plastiktüten für die Plastiktüten meiner Plastiktüten. Morgens gehe ich zu Wiesenhof, mir ein paar Küken töten. Spaß, wenn ich das sehe, ja, dann wende ich den Blick weg und beiße in die Chicken Wings und meinen extra Big Mac. 28 Smartphones, ich muss niemals nach dem Ort fragen. Fahre in den Urlaub bis zum Flughafen mit Sportwagen. Klimawandel? Lächerlich, ihr seht doch nur Gespenster. Wenn es draußen kalt werden soll, dann öffne ich das Fenster. Nun, das klang ja logisch und das Klima wollte lernen. So wandte es sich Hilfe gerufen, trat schön in Konzern. Es sagte höflich, Jungs, seid doch ein bisschen hilfsbereiter. Moment, ganz kurz, ihr hakt gerade was. Auswendig, genau. Es sagte höflich, Jungs, seid doch ein bisschen hilfsbereiter. Ich liege echt am Boden und bald weiß ich nicht mehr weiter. Das ist nicht unsere Schuld, nein, die Erwartung muss sich dämpfen. Der wahre Feind der Umwelt, ja, das sind die ganzen Menschen. Klima, Umwelt, Artenschutz, ich höre euch nur noch predigen. Die Hauptsache ist, dass wir unsere Wirtschaft nicht beschädigen. Wo früher noch der Wald stand, da ist heute der Forst weg. Denn wir brauchen Strom, also baggern wir dein Dorf weg. Wir achten auf die Work-Life-Balance, schichtig nur an Dienstagen. Autobahnen durch die Stadt und Urlaub nur mit Dienstwagen. Klar, das klingt jetzt dreist, doch ist es wohl nicht zu ändern. Billig ist es meistens in den weit entfernten Ländern. Plastik ist am günstigsten, wir brauchen uns wirklich sehr. Wir haben es wirklich überall, sogar mitten im Meer. Wir können halt nicht zaubern, auch bei uns da ist der Müll dreckig. Triff mich für mein Werbevideo auf einem fliegenden Ölteppich. Ja, wir haben nicht begeistert, ja, wir haben Werbeklotz, haben es richtig ausgereizt mit auffälligen Werbespots. Todesflache Slogans machen, aufwendige Drohnensachen. Wir sind diabolisch lachend ausschließlich am Kohle machen. Das klingt jetzt nicht so rücksichtsvoll, denn noch bedenke immer, der Mensch ist für das Klima so an sich noch sehr viel schlimmer. Mach dir keinen Kopf, hab ein bisschen noch Geduld, wir kriegen das schon hin. Doch es ist nicht unsere Schuld. Hoch über den Wolken, ganz versteckt in der Ozonschicht, da hatte das Klima mittlerweile doch recht wohnlich. Doch wurde es immer wütender, wollte was unternehmen. Ein letztes Mal zur Erde sprach, ihr solltet euch was schämen. Ihr nehmt wohl keine Rücksicht und ihr seid nicht die Hellsten. Ihr bringt mit eurem Wahnsinn meine Polkappen zum Schmelzen. Und so spürten alle Menschen bald die Folgen ihres Handelns, denn unaufhaltsam kam es bald zum großen Klimawandel. Als erstes kam das Wasser mit der Rache vorgeprescht und Küstenstädte wurden durch Tsunamis ausgelöscht. Als zweites war die Luft dran, den Menschen war es eine Leere. Sie sorgte wortwörtlich für überhitzte Atmosphäre. Dann wehrte sich die Erde, die sich auch gegen uns aussprach und die denn dafür sorgte, dass so mancher Vulkan ausbrach und dementsprechend jeden, der nur nach Vermehrung gierte, ohne Kompromisse einfach erstmal dezimierte. Die Ressourcen wurden knapp, unsere Erde wurde wärmer, Firmen gingen pleite und die Menschen wurden ärmer, denn das waren die Folgen ihrer steten Dekadenz. Schlussendlich stand sie vor den Trümmern ihrer Existenz.
Zum Glück war das fiktiv und nur ein mögliches Szenario. Firmen sind nicht immer böse, nicht jeder fährt Cabrio. Heute hält man meist die Energiewende für richtig. Und vom Rentner bis zum Kind weiß jeder, Umweltschutz ist wichtig. Fahr mal mit der Bahn statt Fliegen über den Grenzzaun. Kein Sangria auf Malle, sondern Kümmerling in Prenzlau. Ganz egal, wie kalt der Drink und wie umfangreich der Bass tickt, in meinen Drink kommen keine Strohhalme aus Plastik. Nicht nachhaltig handeln bringt uns langfristig nur Unheil und ist für eure Kinder später einfach ziemlich ungeil. So lasst uns mal zusammenreißen und anders verhalten. Wir haben nur diese Erde. Ich würde sie wirklich gern behalten. Dankeschön. Ortwin, Bader ist Kraut. So, ja, Grüße zurück in die Uckermark. Dort, wie ist es? Ich war ehrlich gesagt noch nie in der Uckermark. Ist das eine Gegend, wo man sagt, diese Erde möchte ich wirklich erhalten? Oder ist es... Weil es gibt wahnsinnig viel Erde da und ganz wenig Menschen. Das ist eigentlich so, wie ich mir das vorstelle. Also es ist sehr schön. Ich kann es empfehlen. Ja, das, ja, ich war... vielleicht kann ich es mir ein bisschen vorstellen. Ich war letzte Woche im Teutoburger Wald. Da war es auch sehr, sehr, sehr schön. Da kann man Isolation besser ertragen, wenn weniger Leute da sind. Dann fühlt man sich nicht so... ...die Isolation zu machen. Deswegen ist es einfach... Man unterhält sich mit ein paar Bäumen und Schafe gibt es hier. So, das habe ich gerade nicht ganz verstanden akustisch. Das ist gerade so ein bisschen untergegangen. Aber wir sind ja auch nicht hier, um uns zu unterhalten, sondern wir machen ja einen Poetry Slam hier gerade. Und da darf ich nochmal zwischendurch dran erinnern, dass man für die Poetinnen und Poeten, die hier mitwirken, auch spenden kann. Normalerweise kostet der Slam des Westens 6 Euro Eintritt. Diese 6 Euro dürft ihr sehr gerne über PayPal uns zukommen lassen an slam@aha-berlin.de. Oder solltet ihr kein PayPal haben oder keine Lust haben auf PayPal oder nur auf dem Bankkonto gerade selber eine Deckung haben, dann könnt ihr auch sehr gerne an die Kontonummer der AHA direkt spenden. Die steht in der Veranstaltungsbeschreibung hier mit oder auf der Webseite der AHA. Also wir nehmen Spenden sehr gerne entgegen und wir gehen jetzt weiter zu der nächsten Poetin. Sie ist live hier in der AHA zu uns gekommen, denn sie wohnt hier in Berlin und ist auch noch hier in Berlin und nicht in die Uckermark oder wo sonst hin geflohen. Begrüßt hier an diesem Mikrofon Annette Flemig. Wunderschönen guten Abend. Genau, und auch von mir nochmal danke an alle, die das hier organisieren und möglich machen. Und bevor ich mit dem Text anfange, möchte ich noch ganz liebe Grüße rausschicken. Und zwar nach, ich hoffe, ich habe es mir richtig gemerkt, nach Hof zur lieben Tina, die sich in den letzten fast 3 Jahren, die wir uns jetzt mittlerweile kennen, vom Tempel-Slam-Fan zur Tempel-Slam-Family gewachsen ist. Und wir vermissen dich, ich vermisse dich und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Der Text, den ich mitgebracht habe, handelt von einer Beziehung, die ich beendet habe. Der Text heißt Wut gemacht und er geht folgendermaßen. Schade, dann ist das halt so. Schade, sagst du. Schade ist deine Antwort auf meine fein zurecht überlegten Worte, welche ich auszusprechen so gefürchtet hatte. Worte geboren aus der Unsicherheit, die dein Nichtmelden in mir auslöste, begründet oder nicht. Schade ist deine Antwort darauf, dass ich soeben unsere Beziehung beendet habe. Dieser Anruf hätte alles bedeuten können, aber nicht das. Damit hast du nicht gerechnet, du wirktest überrascht. Schade ist deine Antwort. Erkenntnis, Eingeständnis, Hinnahme, Akzeptanz, Resignation. Ich meine, es klingt sinnentleert, wie eine Worthülse. Bedauern trifft auf Gleichgültigkeit. Du wirktest traurig. Aber anstelle des Ausdrucks eines im Grunde starken Gefühls dringt nun inhaltslose Traurigkeit an mein Ohr. Du hättest jedes andere Wort verwenden können. Es wäre unglaubhaft. Ich nehme dir dein Bedauern nicht ab. Aufräumen muss, will, werde ich. Du bist der nächste Punkt auf meiner Liste, bis zu erledigen. Ich will dich gar nicht abhaken. Du bist vor langer Zeit vom Partner zur Aufgabe geworden, von einer Gegenseitigkeit zur Einseitigkeit und auf meiner Liste sollst du zum letzten Mal eine Aufgabe sein. Du warst anwesend, aber nicht da. In Gedanken aber nicht klar. Deine Gedanken schlugen Haken und was ich dir erzählte, ging ins Nichts. Du konntest mir nicht mehr folgen, allzu oft unterbrachst du mich dabei, mich dir mitzuteilen. Es wird kühl, wenn die Worte fehlen. Haut immer seltener an Haut, wachsender Mangel an Nähe, mechanisches Streicheln, du hast mich nicht mehr berührt. Wenn wir beide anwesend waren, du aber nicht da warst, wo blieb dann ich?
Jede Bitte, jeder Wunsch trieb dich weiter fort, war Wind in deinen Segeln, denn da war und ist etwas, das dich nicht zuhören lässt, das mir die verdiente Aufmerksamkeit verwehrt und die gemeinsame Zeit. Bitte bemühe dich um mich, war zwischen meinen Zeilen zu lesen. Sag, wann wir uns sehen können, stand auf meiner Zunge geschrieben. Schieb nicht die Arbeit vor, schieb nicht die Rollen vor. Du kennst die Bedeutung von Prioritäten. Dann warst du weg. Ich habe auf dich gewartet. Dann ist da dieser Koffer. Ein Gepäckstück von selbstgeschaffener Situation und Vergangenheit und Sorgen und Erwartung, dass ich dir schleppen helfe. Bitte packe deinen Koffer mit mir aus, habe ich gesagt. Außer das sperrige Ding mitzutragen, durfte ich nicht hineinsehen. Ich habe beide Hände frei, aber unnötige Gepäckstücke, die beim Laufen schmerzvoll gegen meine Hacken schlagen, bin ich nicht länger zu tragen bereit. Du hast mich aus deinem Leben gehen lassen, bevor ich es getan habe. Stein für Stein schließt mich eine Mauer von deinem Alltag und von der Schönheit eines gemeinsamen Alltags aus. Mein Lachen ist leiser und ich bin zu sachlich für dich geworden, lässt du mich spüren, während ich dich darauf anspreche, während Humor zu Ironie wird und unsere ernsten Gespräche entwertet und ich mich frage, was denn weggelacht werden muss und nicht geteilt werden darf. Da ist etwas, das dich mir entzieht, dich einnimmt, ablenkt, aufhält, etwas, das Grund für dein Verhalten ist, das endlos und undankbar deine Kraft raubt. Dir sind die Arme bereits schwer und dein Kopf, den ich mir für uns beide gemacht habe, mich friert. Du sagst, es ist alles okay, so schlecht geht's dir nicht, das schaffst du schon alleine. Und während ich alles betrachte, werde ich wütend. Auf dich und etwas, das du nicht benennen lässt. Etwas, dem ich erlaubt habe, meine Kraft zu ziehen und der Dank dafür ist nun, dass du es keinen Namen bekommen lässt. Wut kommt in mir auf die Kraft, die ich zu viel hatte und die dir fehlt und auf die Kraft, die mir jetzt fehlt. Wütend bin ich über all das Verständnis, das ich aufgebracht habe. Viel zu spät habe ich mir erlaubt, wütend zu sein, sodass ich die Wut in mir anstauen konnte, ohne dass ich es gemerkt habe, weil ich dich statt mich in Schutz genommen habe und eine Zeit lang hatte ich vergessen, dass Selbstsorge bedeutet, der Wut ihre Berechtigung zu lassen. Das ist nun meine Schwäche und ich bestehe auf mein Recht, wütend zu sein. Ich will nicht mehr höflich verstehen, nicht mehr höflich vorsichtig sein, kein Perspektivwechsel, kein Abwägen und Einbeziehen, keine Worte mit Bedacht wählen und Sätze korrigieren, noch während ich sie ausspreche. Und ich will nicht mehr auf etwas wütend sein, sondern auf dich. Und ich gebe dir die Verantwortung dafür zurück, dass du nicht aus deiner Haut kannst. Ich bin wütend darüber, dass ich nicht genug geweint, nicht genug geheult, nicht genug gesturzbacht habe. Schreien will ich und du sollst es endlich hören können. Schütteln will ich dich und nach dir schlagen und dir so gern wehtun, wie es mir wehtut, wenn ich endlich damit an dich herankäme. Habe ich doch getan, was ich kann. Du überwiegst noch, du blockierst noch. Der Verlauf unserer Geschichte lähmt mich. Du hast die Scheu und die Angst in mir und das Neue da draußen, das nach mir verlangt, muss ich gedulden? Ich will wütend sein, rau und roh, unsortiert und ungefiltert, mit gelöster Handbremse. Ich will sehr, sehr wütend sein und dann sehr, sehr lange schlafen. Ich bin wütend auf dich und ich kann dir nicht verzeihen, weil ich nicht weiß, was an oder in dir zu verzeihen ist. Dein Handeln entspricht nicht deinen Worten. Auf meine Worte folgt dein Schweigen ganze 2 Wochen lang. Meine Augen hatten ganze 4 Wochen lang Zeit zu vergessen, wie du aussiehst, als ich deine Nummer wählte. Ich habe getan, was ich kann. Dein Verhalten hat mich zutiefst verletzt, sage ich. Es tut scheiße doll weh und es war nicht okay. Du weißt, das sagtest du schon einmal und entschuldigtest dich mit einem Schulterzucken dafür, immer nur ein Rätsel zu sein und dass du nicht möchtest, dass es mir schlecht geht. Und ich muss an den Koffer denken. Schade, sagst du auch jetzt und scheiterst an dir selbst. Bevor es einfacher werden kann, wird es erst mal schwerer, sagen sie. Bevor es besser werden kann, kostet es vorübergehend mehr Kraft. Immer. Auch als ich deine Nummer wählen musste. Schade, sage ich und lege auf. Nehme mich in die Arme und selbst ernst. Streiche mir über den Kopf, sage, nice try. Hab ich gut gemacht. Wut gemacht. Dankeschön. Annette Flemig, hier aus Berlin, moderiert den wunderbaren Tempel Slam mit, wo ich glaube ich selber als Slammer nächsten Samstag zu Gast wäre. Ich glaube, er fällt aus. Ja, Gott, wie soll es anders sein? Aber der Slam des Westens hier hält durch und streamt. Wir bedanken uns an dieser Stelle. Wir haben eben Lob bekommen für unsere ausgezeichnete Videostream-Technik von Theresa aus München. Wir bedanken uns einmal hier mit einem, ich applaudiere jetzt einmal für unsere Technik-Crew hier, nämlich für Mike und Katrin, die hier sitzen und dafür sorgen, dass wir hier einen hervorragenden Ton und auch ein hervorragendes Bild haben. Ganz großen Applaus dafür, dass das hier alles so klappt. Und von Annette könnt ihr auch Texte nachlesen in dieser Anthologie, die ich vorhin einmal schon erwähnt habe. Lautstärke ist weiblich. Da
die geballten Texte von den von 55 Poetry Slammerinnen aus dem deutschsprachigen Raum. Ganz tolles Buch. Ich darf noch mal daran erinnern, jeder, der heute hier während des Slams, nach dem Slam, bis morgen früh ein Buch im Satyr Online Shop kauft, dafür gibt es immer noch 10 Euro drauf für die Poetinnen und Poeten, die hier heute drauf sind. Spenden könnt ihr natürlich auch. Und wir schalten jetzt wieder zu unserem letzten Poeten ins Internet. Wir rufen Tonio Henze. Tonio, bist du anwesend? Anwesend. Da ist er. Hallo, guten Tag. Sehr schön. Von wo aus bist du uns zugeschaltet? Berlin, aus dem Ghetto Marzahn. Aus welchem Ghetto? Marzahn. Aus Marzahn. Das ist, würde ich sagen, schon fast Uckermark. Also man kann die Uckermark zumindest daraus sehen, wenn man sehr hoch wohnt. Hier kommt für euch als letzter Starter beim Stream des Westens 101 Tonio Henze. Schön, dass ihr alle mit dabei seid. Ich habe jetzt einfach mal Ton und Bild komplett ausgemacht, damit hier nichts doppelt läuft. Ich hoffe, ich bin weiterhin zu hören. Wenn nicht, kriege ich das sowieso nicht mit. Also ich lese jetzt einfach den ganzen Text und dann sehen wir uns in 7 Minuten wieder. Vorher wollte ich noch sagen, normalerweise will ich kein Trendopfer sein, aber es ist nun mal ein so wichtiges Thema und leider nicht nur eine globale Pandemie, sondern tatsächlich etwas, das mich ganz persönlich betrifft. Letzten Monat ist das neue Animal Crossing erschienen und meine Freundin hat auch unseren Haushalt infiziert. Mein Anteil der heutigen Spenden investiere ich gleich in das nächste Add-on von den Sims mit dem Titel Pandemie Euphorie. Mit 50 neuen Arten nicht nur die Sims des aktiven Haushalts zugrunde zu richten, sondern erstmals auch den der gesamten Nachbarschaft, den ganzen Rest. Wenn ich das kaufe, dann gibt die Freundin wenigstens den Fernseher wieder frei und ich darf meine Isolation mit der PlayStation verbringen. So, wer von euch isst gerne Popcorn? Vielleicht einfach mal einen Daumen hoch oder so. Gefühlt sind das schon ein paar. Dann ist euch bestimmt auch schon aufgefallen, dass man am Anfang die schönen großen Stücke bekommt. Und je näher man dem Boden der Tüte kommt, desto kleiner werden die Schnipsel. Und dann hat man auch noch diese ganzen Maiskörner dabei. Für mich war das Erlebnis vom Popcorn-Essen dadurch immer eine Talfahrt, die mit, boah, lecker, geiles Popcorn begann und mit einem, oh fuck, schon wieder einen Zahn am Mais abgebrochen endete. Als ziemlich unreflektierter Jugendlicher habe ich dann eine Verschwörungstheorie entwickelt, dass die VerkäuferInnen im Kino absichtlich das ganze schlechte Korn nach ganz unten packen, damit wir als Kunden erstmal geh- und dann enttäuscht werden, was uns zur nächsten Tüte motiviert. Diese Theorie habe ich geparkt und erstmal nicht geprüft, sondern mich einfach ein bisschen geärgert, mit dem Gedanken von, ja, scheiß Kapitalismus, aber ich habe euch durchschaut, habe ich mich dann in den Kinoledersessel gekuschelt. Bis ich letzte Woche beim Schreiben des nachfolgenden Textes doch nochmal nachgedacht habe. Die VerkäuferInnen stecken willkürlich ihre riesige Kelle in diesen riesigen Popcornhaufen und schaufeln das dann einfach in die Tüte. Die suchen sich doch nicht aus, welches Korn wo landet, am besten noch schöner Größe sortiert. Was für eine schwachsinnige Theorie. Da wär's wieder. Woran liegt es also, dass ich am Ende immer wieder die Reste finde, die ich gar nicht will? Es ist einfach mein ganz typisches Konsumentenverhalten. Na klar, wenn ich nicht ganz bewusst darauf achte, bin ich doch auch bloß ein Konsumzombie, der gelernt hat, sich immer nur das schönste, größte und beste Produkt zum kleinsten Preis auszuwählen. Deshalb krieche ich im Supermarkt auch ganz nach hinten in das Kühlregal hinein, um nicht den Hummus zu nehmen, der sich noch 2 Wochen hält, sondern den, der auch in 2 Monaten noch gut ist. Dass ich ihn dann innerhalb von 5 Tagen aufgebraucht habe, spielt eigentlich keine Rolle. Der Text beschreibt die Regeln und Paradoxa dieses Konsumalltags und er ist relativ kurz. Der normale Verbraucher. Stell dir vor, du hast ein Ding, das auch viele andere besitzen, dann musst du das, weil es hier jeder hat, nicht sonderlich beschützen. Doch nennst du noch ein zweites Ding, nur ganz allein dein eigen, dann wird zweifelsohne bei anderen der Neid sich zeigen.
So ist es jeher bei den Menschen, dass die meisten doch nur das umkämpfen, was sie bei ihrem Nachbarn sehen, achtlos jeden übergehen und der Gier Gelüster stehen, nur um gleich darauf das Nächste zu erspähen. Wer glaubt, das würde dann genügen, lässt sich freilich leicht betrügen. Denn wäre dem Menschen damit gedient, dass sich jeder an der Habe des Nächsten bedient, hieße das, sie würden gleich viel geben und alle könnten friedlich leben. Willst du aber die Moral und Natur dieser Spezies verorten, dann mach dir klar, der Mensch will horten. Nehmen und behalten heißt das oberste Gebot. So scheint es paradox, doch auf Ungleichheit steht das einheitliche Lot. Es gibt auch Regeln für dieses Spiel. Erstens, am meisten haben ist das Ziel und man soll alles dafür geben. So muss man bis zum Ende leben, eingesperrt von Streben. Zweitens, jeder kann der Beste sein, die Bedingungen sind fair. Schau auf den, der über dir steht, dann erscheint es gar nicht schwer. Zugegeben, an dieser Stelle ist das Regelwerk gemein. Jeder kann der Beste sein. Naja, das ist an sich schon richtig, doch bedenke, denn das ist wichtig. Jeder bedeutet einer und alle bedeutet keiner. Drittens, wer weniger hat als du, der bummelt und wer mehr hat, der schummelt. Viertens, wer einmal mit dem Spiel beginnt, erkennt auch an, dass er niemals gewinnt. Wer meint, das ist unlogisch und das sei dann doch nicht seins, beachte Regel Nummer 1, die im Prinzip besagt, dass dich keiner nach deiner Meinung fragt. Du kannst nur eins sein, frei oder willig, und keins davon ist billig. Leben oder Seele, so lautet der Preis, im Kleingedruckten an der Verweis, wir werden sowieso beides bekommen, also hast du bis dahin bestenfalls selbst viel genommen. Fünftens. Unter denen, die schon so viel haben, dass das Zählen nicht mehr lohnt, misst man bereits den Wert daran, wie laut sich die Umwelt beschwert und der meistgehasste thront. Kaum einem werden die Regeln erklärt, den meisten bleibt die Einsicht verwehrt und so wird sich gemeinhin einfach beschwert. Als Beispiel dient Otto, der normale Verbraucher, zur Veranschaulichung ist der Gesundheitscoach und Kettenraucher. Wenn man ihm die Kenntnis andichtet über das, was das System mit der Erde anrichtet, wirkt er wahnsinnig unterbelichtet. Ich bin Otto, ein Mann von Welt, der seinen Öko-Holzschuh beim Amazonas bestellt, nicht konserviert, sprich frisch gefällt. Tiere leiden für mich Qualen, aber ich rette Delfine aus Thunfischsalat und ich bin nett zu Walen. Also nicht direkt zu allen, denn die kenne ich ja nicht, aber zu dem da am Strand, der hat ein nettes Gesicht. Ein kleines Vöglein hat mir getwittert, dass der da liegt und gerade verendet. Ich habe für mich ein paar Likes gewittert und ihm ganz viele Herzen gesendet. Apropos Wahl, ich weiß genau, was diesem Land gerade noch fehlt. Und die AfD hatte auch schon auf meine Stimme gezählt, aber ich halte es lieber mit den echten Rechten und habe natürlich die Union gewählt. Die werden unsere Nation schon richten und letztlich wohl auch henken. Darum kann ich mich nicht auch noch sorgen. Ich muss meine Prioritäten gewichten. Ans Hier und Mich muss ich denken. Die Zukunft überlass mal den Menschen von morgen. Ich kaufe doch nicht Bio, um den Planeten zu retten, sondern um es den anderen zu zeigen, den Armen und Fetten. Ja, so spricht Otto, der normale Verbraucher, der Plastikmeersegler und Korallenrifftaucher. Das Gute zu wollen, ist halt auch nur ein Trend, dessen Verlauf man aus der Geschichte gut kennt. Also lasst uns Bier und Maiskolben kaufen, denn wenn demnächst die Erde brennt, können wir gemeinsam Popcorn fressen und absaufen. Vielen Dank. So, Applaus nach Marzahn. Tonio Henze, vielen Dank. So, ich hoffe, ihr habt draußen an den Internetempfangsgeräten alles hervorragend gesehen. Mir ist hier an meinem Laptop auf der Bühne der Stream einmal komplett zusammengebrochen. Ich musste alles, also wundert euch nicht, dass da zwischendurch mal stand, Slam des Westens, halt zugeschaltet. Ich bin die ganze Zeit hier, aber der Laptop hat zwischendurch mal abgekackt. So, jetzt habe ich den zweiten Stream-Abstimmungspost gemacht. Ihr dürft jetzt abstimmen. Ich werde noch. Achso, ich wollte noch irgendwas dann lesen, oder? Ich muss noch ein. Ich kann noch ein paar weitere Aufgaben
in dieser Zeit lesen kann, aber an dieser Stelle nochmal daran erinnern, dass man für diese Veranstaltung natürlich an slam@aha-berlin.de per PayPal quasi einen virtuellen, nee, schon einen relativ echten Eintritt bezahlen kann. Da würden wir uns riesig drüber freuen. Und die AHA, dieses wunderschöne queere Kulturzentrum in Berlin-Schöneberg natürlich auch, denn auch dieser Laden ist natürlich komplett zu für Monate und kann auch jeden Euro gebrauchen. So, während die Abstimmung läuft, kommen hier noch 5 weitere Fragen aus dem Corona-Pandemie-Führerschein, den uns Bundesgesundheitsminister Jens Spahn aufdrücken will. Und nur wenn man alle Fragen richtig beantwortet oder zumindest 90% davon, dann darf man zukünftig noch vor die Tür gehen. Ihr erinnert euch. Frage Nummer 6. Sie müssten jetzt wirklich dringend mal zum Friseur. Wie gehen Sie mit dieser Situation um? A. Ach, scheiß drauf. Schlimmer als bei Christian Drosten wird es schon nicht werden. B. Der Sohn meiner Nachbarin hat eine Freundin, von deren Bruder die Cousine in einem ehemaligen Neuköllner Kohlenkeller eine Schwarzschererei betreibt. Ist allerdings nicht billig. C. Ich bestelle mir ein Album von Iron Maiden, üb schon mal Headbangen. Frage Nummer 7. Ihr 16-jähriger Sohn möchte sich gern mit seiner Freundin treffen. Lassen Sie das zu? A. Ja, aber nur tagsüber im Park auf 2 Decken mit 5 Metern Abstand. B. Nein. Die hat sicher Corona. Ich zeige mich aber verständnisvoll, wenn ihre Beziehung diese paar Monate übersteht, weiß er immerhin, dass sie die Richtige ist. Zudem erlaube ich ihm jederzeit und überall in der Wohnung, so oft er will, zu onanieren. C. Ja, klar doch, wenn der Bengel aus dem Haus ist, bleibt mehr Bandbreite für mich. Endlich ruckelfein Netflixen. Frage Nummer 8. In der Kassenschlange im Supermarkt tragen alle Mundschutz, ausgenommen eine etwa 80-jährige Dame, die ihren Einkaufswagen abstandslos in ihre Hacken rammt. Dann legt sie mit schmutzigen Händen Ware aufs Band. Wie reagieren Sie? A. Da die Frau alles vergessen hat, was man uns seit Wochen einbläut, rufe ich den Amtsarzt an, der sie wegen akuter Demenz zwangseinweist. B. Ich erkundige mich freundlich nach ihrer Adresse und biete an, künftig für sie einzukaufen, da sie sehr offensichtlich Hilfe bedarf. C. Ich nehme den Mundschutz ab und brülle, für dich Schnepfe, machen wir doch den ganzen Scheiß und bewerfe sie mit unbezahlten Biotomaten. Anschließend nehme ich den Applaus der Umstehenden entgegen. Frage Nummer 9. Ihnen kommt auf dem Gehweg eine 6-köpfige Patrouille von Ordnungsamt und Polizei entgegen. Sie blockiert den Weg. Was tun Sie? A. Ich zeige das Ordnungsamt bei der Polizei an wegen Verletzung des Kontaktverbotes. Und die Polizei beim Ordnungsamt. Ja, diese Frage widme ich übrigens den Polizistinnen und Polizisten, die vor letzten Freitag hier beim letzten Livestream in die AA reingeplatzt sind und alle Personalien aufgenommen haben. So, gut. B. Ich rufe den Staatsschutz an, weil ich gerade Zeuge einer nicht angemeldeten Demonstration geworden bin. C. Ich singe, hier fliegen gleich die Löcher aus dem Käse, die Patrouille formiert sich zu einer Polonaise und ich kann vorbei. Und die allerletzte Frage, Frage Nummer 10. Sie bemerken, dass Ihnen in den letzten Wochen Markus Söder sympathisch geworden ist. Wie gehen Sie damit um? A. Was heißt sympathisch? Er ist mein Held, ich schreibe ihm Liebesbriefe. B. Macht nichts, das grüne Parteibuch kann ich ja trotzdem behalten. Und C. Ich mache mir keine Sorgen, das ist wie bei Corona. Früher oder später stellt sich dagegen eine Immunisierung ein. Ja, vielen Dank. Das zur Überbrückung. So, wir gehen jetzt hier und gehen jetzt hier in die Abstimmung. Es haben Menschen abgestimmt und das ist sehr, sehr knapp in dieser Runde. Es haben mehr abgestimmt als in der ersten Hälfte und wir, was habe ich denn eigentlich verteilt dann? Daumen, Herz, Lachen. Daumen, Herz, Lachen. Damit haben wir einen zweiten Finalisten. Ihr dürft euch, also er, ein Finalisten, er kommt heute zugeschaltet aus Berlin.
der Uckermark. Ortwin Bader-Iskraut ist im Finale des Stream des Westens 101 und schickt alles, was ihr in Herzchen habt, für die beiden PoetInnen, die jetzt an dieser Stelle ausgeschieden sind, für Tonio Henze und für Annette Flemig. Vielen, vielen, vielen Dank. So. Und jetzt haben wir zwei Wechselschaltungen vor uns mit zwei PoetInnen. Zwei PoetInnen. Oh, das ist jetzt eine. Es sind zwei, aber wenn ich gender, eigentlich sind es immer nur eine. Ich bin. Innen, sagen wir immer. Also, auf jeden Fall, zwei PoetInnen sind jetzt im Finale. Die erste Poetin heißt Jesse James Lafleur und der zweite Poet heißt Ortwin Bader-Iskraut. Es sind auf jeden Fall zwei Personen mit sehr vielen Namen, die sie auf sehr wenig Personen vereinen. Ich glaube, es sind sechs Namen für zwei Personen und wir starten ins Finale und rufen jetzt wieder in Görlitz Jesse James Lafleur, die jetzt hier auf dem... Ich mache noch mal eine Laola-Welle hier. Hui. Ah, 1, 2, 3, 4. Oh Gott. Ich fühle mich gerade wie Seegras. Das ist so. Jesse, bist du da? Hörst du uns? Du bist da. Ja, ich könnte ja noch stundenlang Seegras spielen. Aber für die Seegras-Performance. Vielen Dank. Und jetzt. Du kriegst ein 10 für alles. Moderation, Texte und die geile Laola-Welle. So, ich werde rot. Ich werde diese rote Farbe in meinem Gesicht jetzt während deiner Performance hoffentlich wieder loswerden. Und jetzt kommt das Finale. Zwei Leute sind im Finale und wir hören den ersten Text von unserer ersten Finalistin, von Jesse James Lafleur. Ja, da stehe ich schon wieder in meinem Coworking Space im Ahoy in Görlitz vor einer weißen Wand und ihr vor eurem Bildschirm. Und ja, besondere Situation, die mich und auch viele andere getroffen hat. Nicht nur als freischaffende Künstlerin, sondern auch Familien hat es irgendwie auseinandergerissen. Viele Paare sind auseinandergegangen. Es ist eine schwere Zeit für uns alle. Und ich habe mir dazu Gedanken gemacht in den letzten Wochen und zum Thema Corona und was das alles gerade mit uns macht, ein paar Sachen so aufgeschrieben. Und solltet ihr auch gerade da draußen sitzen und euch fragen, wann dieser ganze Spuk endlich wieder vorbei ist, ich möchte euch an dieser Stelle gerne ein bisschen Hoffnung mit auf den Weg geben. Dieser Text ist für euch und er heißt Corona, Geschichte einer Utopie. Jenseits des Randes der Welt gibt es einen Raum, in dem sich Leere und Substanz sauber überschneiden. In einem rastlosen Schwebezustand bilden Zukunft und Vergangenheit eine endlose Schleife, in der Zeichen bestehen, die niemand jemals gelesen hat. Akkorde, die niemand jemals gehört hat. Ein Nichtort, der sich ausbreitet, in chaotischen Zeiten sich um uns legt, wie eine Umarmung, die alle Unmöglichkeiten in sich vereint. Ein Nichtort, an dem man sich findet, während man sich woanders so schrecklich verloren fühlt. Corona, wer hätte es gedacht, aber du, das ist meine Utopie. Der Entwurf einer fiktiven Gesellschaftsordnung, die uns alle in die Hoffnung zwingt, weil Verzweifeln auf Dauer nichts bringt. Und während uns am ersten Tag das Lachen noch im Halse steckte, der Glaube an Wahnsinn und Verschwörungstheorien sich mit unseren eigentlich Bedürfnissen deckte, mussten wir schlussendlich akzeptieren, dass wir dieses Mal nicht das Maß aller Dinge sind und eben nicht über allem stehen. Es ist der 12. März 2020. Zum ersten Mal sammeln sich bedrohliche Gefühle in der Magengegend. Die ersten Zahlen verselbstständigen sich. Jede Nachricht, eine Hiobsbotschaft zu Sorge und Tumult gesellen sich Existenzängste. Ein Aufraffen scheint unmöglich. Die Lage ist vielschichtig, undurchdringlich, irgendwie undurchsichtig, weil wir diesen Nichtort nicht kennen, an dem wir uns urplötzlich befinden. Ein Tohuwabohu, das sich nicht entwirren lässt, gefangen zwischen Unwissen und Ungläubigkeit, hält man so sehr fest an dem, was man kennt, bis es uns durch die Finger rennt. Letzte Zugfahrten, Angst vor Türklinken, Ausgangssperren, Grenzen schließen, das freie Land begraben, die Reiselust gebrochen, nur ein Virus, redet man sich ein und dennoch begibt sich die Welt in Selbstisolation.
Es ist der 17. März 2020. Man redet von Kontaktverboten und Ausgangssperren. Die Einsamkeit in den eigenen vier Wänden lässt sich bereits nach 4 Tagen in viel zu dicke Scheiben schneiden. Aber weil die Sonnenstrahlen weiterhin aus weißen Wolken scheinen, wächst die Lust auf Frühling so viel größer als der Wunsch nach Sicherheit. Die ersten Spaziergänge, die letzten Umarmungen, selbst die besten Freunde begrüßt man nur noch aus der Weite. Es bleibt ein bedrohliches Gefühl in der Magengegend, spätestens vor den leeren Regalen in den Supermärkten. Irgendwas läuft hier schief. Nee, irgendwas ist hier anders. Toilettenpapier und Nudelpackung, jetzt auf einmal kostbarer als jede Aktienanlage. Irgendwas läuft hier schief, irgendwas ist anders. Ich fühle mich gefangen zwischen Wunschvorstellungen und bitteren Tatsachen. Das ist zwangsläufig nicht unlebendig, denn jeder Zustand ist endlich, aber dieser hier fühlt sich so schrecklich schleppend an. Minuten, die sich zu Stunden dehnen, Tage, die nicht mehr vergehen, gefangen in einem neuen Raumzeitkontinuum, summa summarum das Beste, was uns rastlosen Gestalten passieren musste, denn jetzt ist da so viel Raum. So viel Raum, Dinge in Worte zu fassen, die man so lange von sich weggeschoben hat. Man ertappt sich beim Festhalten an den alten Gewohnheiten, während die Jogginghose mit den eigenen zwei Beinen langsam zusammenwächst. Die ersten Skype-Calls, die ersten Online-Meetings, Probleme mit der Kamera. Hallo? Hallo? Hört ihr mich? Es ist der 20. März 2020. Auf einmal beginnt man Dinge hinzunehmen, anzunehmen, es zu verstehen. Alte Wunden reißen auf, weil sie schlecht verheilt waren. Und einer Welt, die sich nicht mehr dreht, ist auf einmal so viel Zeit. So viel Zeit, Dinge in Worte zu fassen, die man so lange runtergeschluckt hat. Wunden, die wieder bluten und schmerzen. Wunden, die wir wieder zusammennähen müssen, wie die Nähte der vielen Gesichtsmasken, die unzählige Nähmaschinen hastig zusammenraffen. Einst hatten wir gelernt, mit dem Schmerz zu leben. Aber in Zeiten wie diesen lernen wir vielleicht zum ersten Mal, was Solidarität tatsächlich bedeutet. Dass nur wahre Solidarität Leben rettet, was Kapitalismus natürlich weiterhin leugnet. Es ist der 25. März 2020. Zum ersten Mal Kontaktverbot. Aber dennoch trifft man sich, weil es heilsam ist, die Nähe eines Menschen zu spüren, gefangen zwischen Physical und Social Distancing. Es ist am Ende die Distanz, die uns näher zusammenbringt. Denn so fühlt es sich an, wenn du mich berührst. Die Millionen winziger Universen, die geboren werden und dann im Raum zwischen deinen Fingerspitzen und meinen Poren wieder sterben, weil man sich so sehr nach einer handfesten Umarmung sehnt. Das erste Mal schrecklich vermissen, die ersten Trennungen, die ersten frisch verliebten Stunden zwischen Bett, Küche und Bad entstehen neue Universen und in den Nächten da draußen über den Dächern der Stadt entstehen neue Ideen. Es ist der 22. April 2020 und wir arrangieren uns, kommen an in der neuen Welt, die sich so schrecklich langsam dreht, dass Zeit dehnbar scheint, schrecklich langsam dreht, dass Zeit dehnbar scheint, Zeit, die sich auflöst, sobald du in meiner Nähe verweilst, Corona, für die Menschheit vielleicht doch eine neue Möglichkeit. Und genau das ist doch hier die Utopie, dass wir nie wieder zusammenfinden werden an einem reellen Ort, dass alles, was sich im Hier und Jetzt abspielt, zum ersten Mal echt ist und es jegliche Echtheit verlieren würde, wenn da zwischen uns irgendwann der Alltag wieder einkehrt, wenn da kein Nichtort mehr ist, an dem wir uns wiederfinden können. Ein Ort, wo zwischen Chaos und Ängsten so viele neue Chancen treiben. Einmal wird alles ganz anders und dann wird es immer so bleiben. Danke. Jesse James LaFleur, uns heute zugeschaltet aus Görlitz. Moderiert hier in Berlin und Umgebung auch eine ganze Reihe Poetry Slams, unter anderem den Wortakkord und den Bubble Slam und eine Reihe andere noch in Bahnen, glaube ich, den auch, oder? Ich bin mir gerade ganz sicher. Auf jeden Fall Jesse James LaFleur. Und wir schalten jetzt von Görlitz, das ja fast an der sächsischen Grenze, oder eigentlich ist es, also an der polnischen Grenze in die Uckermark, ein bisschen nördlicher, wahrscheinlich 100 Kilometer etwa nördlich von Görlitz gelegen, werden wir jetzt den zweiten Text hören vom zweiten Finalisten von Ortwin Bader-Iskraut. Ortwin, hörst du uns? Huch, ja, ich höre dich. Hörst du mich? Ja. Wunderbar, alles klar. Ortwin, wir freuen uns auf einen zweiten Text von dir, jetzt im Finale beim Stream des Westens 101. Ortwin Bader-Iskraut. Alles klar. Ja, danke nochmal. Vielen Dank fürs Finale.
es war ja nicht immer so, dass Poetinnen und Poeten vor der Webcam sitzen und das nach Hause streamen. Die Älteren werden sich erinnern. Früher hat man das live gemacht mit ganz vielen Leuten zusammen. Verrückte Sache, ne? Und früher hat man dabei auch ein Bierchen getrunken oder irgendwas anderes. Und darüber habe ich einen Text geschrieben, nämlich über diese zwei sehr wichtigen Sachen, die ich finde, in unserem alten Leben, und zwar über Poetry Slam und Alkohol. Genau. Donnerstagnacht in dem Viertel der Stadt, wo es Kneipen und Clubs neben Altbauten hat. Feiernde Menschen durchbrechen die Stille, niedrige Miete trifft hohe Promille. Bierchen am Straßenrand, alle noch spät auf, dort reiht sich ein Späti an Späti drauf. Und dort eine Schlange, von weit zu erkennen. Man munkelt, hier ist heute ein Poetry Slam. Stylische Bar, nackte Wände, leicht edgy, gefüllt mit Studenten, gepierst und gern veggie. Der Erste hat schon vor den Eingang gekotzt. Ein Whisky-Hersteller verteilt gratis Shots. Aus der Anlage dröhnt Despacito auf Replay. Oben auf der Bühne natürlich ein DJ. Die Leute gespannt, wer wird heute gewinnen? Die Lichter gehen aus und die Show kann beginnen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur 823. Ausgabe von irgendeinem Poetry Slam und ein herzliches Bla, Bla, Bla von meiner Seite. Ein Poetry Slam ist ein moderner Dichterwettstreit, bei dem die Dichterinnen und Dichter selbst geschriebene Texte auf die Bühne bringen und bei dem sehr viel Alkohol getrunken wird. Und da haben wir uns gedacht, an die Poetinnen und Poeten erinnert sich am nächsten Tag sowieso kein Schwein mehr und meistens geht es eh ums Saufen. Also treten heute einfach die Spirituosen selbst auf. Bitte macht einen Applaus für den ersten Auftretenden im Wettbewerb. Macht ein bisschen Lärm für das Bier! Und schon steht es vor den Köpfen der gespannten Menschenmasse. Die Schaumkrone der Schöpfung, der Vertreter seiner Klasse. Sein Einstieg leicht verbessert, doch mit seiner Malzchenwucht entfaltet sich beim Vortrag das Aroma seiner Frucht. Man hat immer was zum Schmunzeln. Eigentlich schreibt er meistens Quatsch. Er ist vollmundig und kräftig mit einem abgestandenen Touch. Er kommt in bauchigem Gewand, meist bis oben hin schon voll. Seine Texte nicht so deep, mehr so hihi und lol. Guten Tag, ich bin Bier. Ich mache Witze über Penisse, Bacon und meinen peinlichen Mitbewohner Kölsch. Das ist mein Mitbewohner, der heißt Kölsch. Ansonsten stehe ich für billige Wortspiele, aber auch kritisch. Ich sage ganz ehrlich, gegen Depressionen hilft manchmal einfach ein Schöpferhofer Grapefruit. Ansonsten stehe ich für subtile Witze über Minderheiten, wie zum Beispiel Craft Beer. Am Ende ganz wichtig ist mir die Moral, Rada ist tot. Dankeschön. Und schon schwankt es von der Bühne warm, Ende ziemlich knapp dran, langsam ziemlich abgestanden, was für ein bitterer Abgang. Die Leute klatschen Beifall und die Diskussion in Flammen. Die Jury ist am Zug, der Moderator fasst zusammen. Das war für euch Bier und die Jury-Tafeln. Wir zählen gemeinsam runter auf 3, 2, 1, Schulz. Und ich sehe eine 4,9, eine 5,0, eine 2,5 hat sich da etwa ein Radler hineingeschlichen. Und wir schließen mit einer 6,0. Das macht für das Bier 5,9 Promille. Ein Applaus für den Hopfen und nicht für die Wertung. Gut. Als nächstes versteht sie so prickelnd und rein vom Mikro der weiße und liebliche Wein. Erfrischt und leicht, man will es ihm gönnen, zum ersten Mal auf einem Poetry Slam. Von der Rebe gepflückt und ins Leben gegossen, es geht um Gefühle und Tränen, die flossen. Kein Thema zu groß, dass sie nicht drüber spricht, allgemein von der Welt, im Speziellen von sich. Well, hello, ich bin erst Jahrgang 99 und deswegen voll excited. Ich habe euch heute was Gesellschaftskritisches gerightet. Ich mag zwar unerfahren sein, doch ich finde, das ist egal, denn ich war letztens ein ganzes Jahr zum Abfüllen in Australien. Reisen ist voll wichtig, denn du musst was von der Welt sehen. Kannst du durch dein Leben, aber du musst zu dir selbst stehen. Ich schütze voll die Umwelt, da ziehen wir an einem Strang. Ich reise nur mit Flugzeug, denn das dauert nicht so lang. Und sie hüpft von der Bühne, es glühen die Wangen. Das war wohl die most crazy Challenge seit langem. Jetzt wird es stylisch und auch provokant. Wer jetzt auf die Bühne kommt, liegt auf der Hand. Denn niemand auf der Bühne hier kriegt irgendwas geschenkt. Der Letzte auf der Bühne ist das erste Mixgetränk. Geweitete Pupillen, sicher nichts für den Gourmet. Mit Basecap, Chains und Hoodie, Vorhang auf für Vodka. Yo. Eigentlich wollte ich Rapper sein, ich fühle mich ziemlich lit noch. Warum Slam? Ich war zu schlecht für Rap am Mittwoch. Wenn du mal sehr traurig bist, dann nimm doch meinen Blutdruck. Mein BPM-Anteil übersteigt von meinem Blutdruck. Ob Sommer oder Winter, ob Nacht oder Tag. Ich bin jederzeit am Flohen, besoffen und was ich fand. Digga, warum rappst du in dem Tempo, hast du dünn für? Naja, verfällt nicht auf, dass der Inhalt ziemlich dünn ist. Da wird Time, wenn ich Double Rise, Double in den Double Time, wenn ich auf der Bühne zappe, wie so Nabel, ich habe viel zusammen in der Welt, komm mit so Fly, so wie habe ich. Werde dich zu Boden, in mehreren Episoden, das brauche ich nicht zu proben. Ich nehme keine Drogen, man kann ich nur loben. Ich sehe den Wert von oben. Regenwälder oben, ich hab die größten Boden. So. Im Anschluss folgt die Pause und dann noch ein zweiter Text. Denn es folgt die letzte Runde, das Finale, schnell auf Ex. Wer gewonnen hat, egal, denn man hat es erkannt. The points are not the point, it's all
Rogers vorfand. Entschuldigung. Auch wenn es nicht immer was zum Lachen oder für den Intellekt ist. Das alles kann nur slammen, auch wenn es meistens nicht perfekt ist. Volker, morgen früh fährt unser Kater in die Glieder und doch sehen wir uns ziemlich bald zum selben Anlass wieder. Vielen Dank. Ortwin Bader ist Kraut. So, jetzt bleibe ich doch hier sitzen. Ich habe Katrin gerade, also ist da jetzt der Abstimmungspost gerade gekommen? Mike, kannst du das einmal vielleicht, bitte? Da haben wir, also den Abstimmungspost habe ich gerade gemacht. Mein Rechner ist gerade wieder abgeschmiert, aber vielleicht sehe ich ihn auch gleich den Post oder ich laufe dann einfach mal zu unserem Techniker. Ich muss jetzt ja so ein bisschen, während die Abstimmung läuft, ein bisschen überbrücken. Es ist übrigens eine sehr, sehr thematisch sehr, sehr lustige Abstimmung im Finale, wenn man vor allem die beiden Themen der Texte sich einmal gegen ansieht. Im Finale steht jetzt Corona gegen Bier. Das hat eine sehr lustige Doppelbedeutung. Corona gegen Bier im Finale. Und jetzt stimmt ab, beide haben jeweils ein Zeichen, nämlich Daumen und Herz, glaube ich, zugeordnet bekommen. Ihr dürft jetzt eure Abstimmungsergebnisse da rein. Es ist ein bisschen fies, ist es natürlich. Es ist eine namentliche Abstimmung. Also es könnten hier gerade Freundschaften oder Facebook-Freundschaften zumindest zerstört werden, weil du hast dich für mich abgestimmt. Aber das ist halt das. Es wäre ja ein Publikum, wenn es eine Applausabstimmung wird, man ja auch sehen, ob jemand applaudiert oder nicht. Aber normalerweise kommen ja unsere Freundinnen und Freunde schon gar nicht mehr zu Veranstaltungen, wo wir auf der Bühne stehen, weil wir das viel zu oft machen. Und dann. Gut, ich darf an dieser Stelle verkünden, dass wir demnächst in einem Monat, wieder am vierten Mittwoch im Monat, den nächsten Slam des Westens streamen werden. Wahrscheinlich werden wir streamen. Ich glaube noch nicht, dass wir am 27. Mai hier wieder Veranstaltungen machen dürfen. Aber sollte es, vielleicht passiert irgendwann ein Wunder und wir dürfen wieder veranstalten. Aber ansonsten wäre der nächste Slam des Westens, wieder Stream des Westens, am 27.5. im Mai. Machen wir mal was Besonderes, denn der Mai, da hören wir normalerweise mit der Dark Slam-Saison auf. Normalerweise findet der Slam des Westens ja im Stock Finstern statt. Das wäre jetzt für einen Stream ein bisschen blöd. Das wäre ein sehr langweiliger, ich sehe nichts. Aber nein, deswegen haben wir es jetzt hier bei Licht gemacht und wir werden auch im Sommer das natürlich bei Licht weitermachen. Aber am Mai machen wir den Slam des Westens Under the Rainbow. Nämlich da ist der Internationale Tag gegen Homophobie im Mai am 17.05. Und wir werden dann einen Queer Slam machen am 27.05. dann mit queeren PoetInnen aus Berlin und aus dem gesamten Bundesgebiet zugeschaltet. Ich freue mich sehr auf die Veranstaltung. Ich werde die Veranstaltung auch nicht moderieren, sondern die famose Gundel Schlauch, die auch sonst hier in der AA Quiz-Veranstaltungen macht und andere Dinge. Das wird, ja, wer mich mal in Drag sehen will, muss am 27.05. einschalten und das wird sehr, sehr schön. Da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf und ich darf an dieser Stelle nochmal der AHA Berlin danken dafür, dass sie uns diese Räume hier zur Verfügung stellt für diesen Slam, dass sie diesen Slam hier seit 101 Ausgaben schon hostet. Und ich begrüße an dieser Stelle auch einmal Tom Maas, der diesen Slam ja begründet hat und viele, viele Jahre auch moderiert hat, zum Teil im Wechsel mit mir. Schöne Grüße an Tom Maas. Und ich darf nur darauf hinweisen, dass es irgendwann so Gott und der Berliner Senat und die Corona-Lage es will, auch Berlin-Brandenburgische Meisterschaften im Poetry Slam haben werden, nämlich Mitte September sollte das soweit sein. Ab 1. September dürfen Veranstaltungen wieder gemacht werden in der Veranstaltungsgröße, hoffen wir zumindest. Wir sind ja unter 5.000, also, aber so, wir werden sehen, was passiert. Was anderes kann man in diesem Jahr auch nicht machen. Ich sollte noch auf einen, Marie-Therese Schwinn hat mich noch darauf hingewiesen, dass es eine Lesung von ihr noch im Internet gibt, auf ihrer eigenen Seite, Marie-Therese Schwinn. Also mit Bindestrich und Therese ohne E hinten, weil sie Therese und nicht Therese heißt, sondern Marie-Therese Schwinn macht auch eine Lesung am kommenden Samstag um 18.30 Uhr. Da wird sie wieder aus ihrem Buch Frau
über Bord vorlesen auf Ihrer Seite hier im Internet bei Facebook, vermute ich, dass das damit gemeint wird, sein wird. So, wir haben ein Ergebnis, hoffe ich. Ich schaue mal hier jetzt an meinen Laptop und guck mal, was da passiert, wenn ich jetzt ein bisschen scrolle. Wo ist der Abstimmungspost? Es haben an diesem finalen Abstimmungspost noch 23 Menschen mitgemacht. Diese 23 werden jetzt geladen. Es ist unglaublich knapp gerade an dieser Stelle zwischen den beiden. Ich gebe euch, sagen wir mal, noch 10 Sekunden weiter abzustimmen, ob vielleicht noch eine 24. oder 25. Stimme dazukommt. Ansonsten müsste ich jetzt mal, ich zähle mal die Selbstbewerbungen dann einfach mal. Das ist, aber es bleibt bei 23. So, Daumen war Jesse und Ortwin war Herz. Und damit haben wir eine Abstimmung, ein Abstimmungsergebnis, das bei 23 Stimmen am Schluss nicht knapper sein kann. Nämlich mit 12-11 Stimmen geht der Preis für den Slam des Westens, den Stream des Westens 101 nach Görlitz an Jesse James LaFleur mit 12-11 Stimmen. Und es gibt natürlich beim Slam des Westens auch was zu gewinnen. Das ist heute eine Packung Nudeln. Kann man in Corona-Zeiten immer gebrauchen. Wir behalten diese Packung hier, bis die Poetinnen und Poeten zurückgekehrt sind, bis Jesse wieder da ist. Jesse, herzlichen Glückwunsch zum Gewinn des 101. Slam des Westens und ganz großes Dankeschön auch Ortwin Bader-Iskraut, der mit einer einzigen Stimme weniger dann den zweiten Platz gemacht hat. Das war der Slam des Westens, der Stream des Westens 101. Mir hat es viel, viel Spaß gemacht. Es ist, man gewöhnt sich irgendwie dran in einen Bitte. Ich kann dir das Mikro zwar gerade nicht wegnehmen, wie man das ja normalerweise so macht, ne? Aber ich möchte jetzt gerne an einer gewissen Slam-Tradition festhalten, weil du ja Leute vor Ort hast und das müssen jetzt alle an dem Bildschirm und eben im AHA übernehmen, meine Damen und Herren. Es gibt hier eine Person, die heute viel zu wenig Applaus bekommen hat und auch wenn Volker euch jetzt nicht live hören kann, aber lasst es ihm fühlen, eure ganze Herzenswärme. Vielen lieben Dank für die tolle Technik, für diese wundervolle Moderation und dann, meine Damen und Herren, klatscht in die Hände und macht Lärm für den Moderatoren des heutigen Abends, für Volker Suhrmann. Yeah! Halt, nicht so laut, sonst kommt die Polizei wieder und denkt, wir feiern hier eine Corona-Party. Das war's. Vielen Dank. Dieser Slam hat kein Ende. Er hat nur eine Fortsetzung, sage ich einfach mal, nämlich in 4 Wochen, am 4. Mittwoch im Mai, am 27. Dann sehen wir den Stream des Westens Under the Rainbow. Ich freue mich dann euch. Naja, ich sehe euch nicht, aber ihr seht uns hier auf der Bühne. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ihr wart ein fantastisches Publikum. Denkt dran, spendet für die Poetin, damit sich die alle anderen auch mindestens eine Packung Nudeln leisten können. Vielen Dank. Ich wünsche einen schönen Abend noch. Bis dann. Tschüss.